unserer wichtigsten Lebensmittel. Doch was landet eigentlich auf unserem Teller? Woher kommt es? Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Es kann 7 bis 8 Länder durchlaufen haben, bis es im Supermarkt landet. Die Wege des Fleisches sind lang, quer durch Länder von Kontinent zu Kontinent. Was steckt am Ende in der Verpackung? Eine Packung Hackfleisch stammt aus Fleisch von 150 Schweinen und etwa von 60 Rindern. Wir folgen den Spuren von Willi Selten und erfahren von dreisten Machenschaften. Selten soll den Pferdefleischskandal mit ausgelöst haben. Wir suchen Tatorte und Mitwisser. Die Arbeiter mussten die Trucks entladen, darin waren Pferde. Wie wird aus Pferdefleisch hochwertiges Rindfleisch und wie gelangt es in die Lasagne? Nach meiner persönlichen Einschätzung zeigt sich damit leider die Spitze eines Eisberges. Ein Insider packt aus. Der nächste Fleischskandal nur eine Zeitfrage. Weil sicherlich noch einige tausend Tonnen am Lager liegen, die noch zumindest kontaminiert, wenn nicht sogar mit Pferdefleisch vermischt sind. Wir beweisen, Behörden sind gegen skrupellose Kriminelle so gut wie machtlos. Das sind Gewinnspannen von bis zu über 1000%. Und das verleitet viele. Fleisch. Bei den meisten von uns steht es täglich auf dem Speiseplan. Es ist preisgünstig, Massenware. Jeder Europäer isst im Schnitt 66 Kilogramm pro Jahr. Fleisch ist immer und überall verfügbar. Doch können wir tatsächlich nachvollziehen, woher der Braten, das Gehackte oder das Kotelett im Kühlregal stammen? Supermarktketten beruhigen ihre Kunden mit wohlklingenden Namen wie Wilhelm Brandenburg, eine Eigenmarke von Rewe, klingt nach altem Landgut. Der Discounter Netto wirbt mit dem Markennamen Gut Ponholz. Das Logo, ein altehrwürdiges Gutshaus, klingt auch nach Landidylle, oder? Gut Ponholz. Klingt eigentlich vernünftig, klingt auch nach ländlich irgendwie. Ländlich. Das sind größere Bauerngüter oder sowas, ne? Oder? Das klingt wie ein Hof, ja. Dass das vielleicht doch die Herkunft ein bisschen gezielter beziffert. Vielleicht so ähnlich wie bei Wilhelm von Brandenburg, irgend so ein preußisches Landgut mit Hausschlachtungen. Wir forschen nach. Netto beschreibt auf seiner Homepage die eigene Marke als Qualitätsmarke. Doch Hinweise, wo genau dieses Gut Ponholz zu finden ist, gibt es nicht. Wir fragen bei Netto nach. Wir wollen wissen, wo liegt denn dieses Gut Ponholz? Können wir es besuchen? Die Antwort von Netto Markendiscount: Gut Ponholz sei eine Eigenmarke. Die Artikel stammten von unterschiedlichen Lieferanten. Wir machen uns auf die Suche nach möglichen Lieferanten und landen nicht auf idyllischen Bauerngütern, sondern in Industriegebieten. Beispielsweise bei einem Schlachthof in Bayern. Der Schlachthof gehört zum niederländischen Konzern Vion, größter Schweinefleischverarbeiter Europas. Er produziert auch für Nettos Gut Ponholz. Jede Woche werden hier an die 12.000 Schweine und 3.000 Rinder geschlachtet, gesichert durch Stacheldrahtzaun und Videoüberwachung. Noch ein Lieferantenschlachthof. Auch er gehört zur Vion-Gruppe. Dieser Schlachthof in Thüringen beliefert unter anderem Rewe und damit die Marke Wilhelm Brandenburg. Wir wollen wissen, was genau ist Rewes Wilhelm Brandenburg? Laut Konzern eine Qualitätsmetzgerei. Was heißt das?
Rewe teilt uns mit, bei der Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg handele es sich um eine Metzgerei mit Produktionsstandorten in Frankfurt, Dreieich, Netphen und Timmendorfer Strand. Jahresumsatz dieser Metzgerei über 600 Millionen Euro. Hinter dem klangvollen Namen verbirgt sich eine Großfabrik, kein Metzgerladen. Fazit: Wilhelm Brandenburg und Gut Ponholz suggerieren etwas, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Das gibt es gar nicht. Ja, ja, na dann. Ja, es ist eigentlich schon Verarsche, würde ich sagen. Verarscht. Leicht verarscht, ne? Das finde ich nicht in Ordnung, weil die Discounter damit viel Geld verdienen. Was uns aus der Tasche gezogen wird und wo wir praktisch belogen werden. Mich wundert das halt eher nicht mehr, deswegen esse ich auch kein Fleisch. Bestätigt eigentlich, dass es oft sehr viel auf diesen Etiketten gibt, was dann doch nicht wahr ist. Ja. Nicht nur ein deutsches Phänomen. Aldi Frankreich etwa verkauft Fleisch von Bougerie Saint-Clément. Klingt nach einer kleinen Metzgerei, doch das Schweinefleisch stammt zumindest zum Teil aus einer deutschen Großschlachterei. Fazit: Wer klangvollen Namen vertraut, erfährt nichts über die Herkunft von Fleisch. Aber welche Kennzeichnung ist überhaupt vorgeschrieben? Gesetzlich gilt europaweit, Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Seit der BSE-Krise muss bei rohem Rindfleisch das Geburtsland ausgewiesen werden, genau wie das Land der Mast, der Schlachtung und der Zerlegung. Bei Schweine- und Geflügelfleisch gab es bisher keine vorgeschriebenen Herkunftsangaben. Ab April 2015 müssen das Land der Schlachtung und der Mast genannt werden. Beschlossen wurde das in Brüssel. Die Richtlinien gelten europaweit. Wir sind in Europas Hauptstadt. Hier sitzt die EU-Kommission. Sie regelt auch die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Die Mitgliedstaaten sind für die Umsetzung der Brüsseler Vorgaben verantwortlich. Die oberste Verbraucherschützerin in Europa ist Monique Goyen, die Generaldirektorin der Europäischen Verbraucherorganisation BEUC. Der Verband fordert mehr Transparenz. Denn der Weg des Fleisches sei undurchsichtig und umfasse viel zu viele Stationen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Schwein in Belgien geboren ist, denn wir haben hier in Belgien viele Betriebe, die Schweine züchten. Dann geht das Tier nach Italien, um dort gemästet und aufgezogen zu werden. Vielleicht wird es dort dann auch geschlachtet. Dann geht das Fleisch nach Polen und wird dort verarbeitet. Und dann wird das Fleisch in Dänemark oder in Großbritannien im Supermarkt verkauft. Dazwischen kann es sehr viele einzelne Stationen geben. Fleisch kann 7 oder 8 verschiedene Länder durchlaufen, bevor es im Supermarkt landet. Ferkel werden in Zuchtbetrieben geboren. Nach einigen Wochen wechseln sie in Mastbetriebe, oft über Ländergrenzen hinweg. Hier legen die Tiere an Gewicht zu. Mit 6 Monaten geht es zur Schlachtung. Mindestens 4 Stationen sind es meist bis zum Supermarkt. Aber was erfährt der Kunde vom Weg des Fleisches? Wir kaufen ein bei Supermärkten in Leipzig, Aldi Nord und Lidl. Aldi Nord verkauft in Deutschland Bauernglück, Lidl Landjunker. Wir wissen ja schon, auf Namen kann man sich nicht verlassen. Aber was ist mit den Herkunftsangaben? Der verarbeitende Betrieb muss immer ausgewiesen sein. Doch ist bei unseren Produkten der ganze Weg des Fleisches nachvollziehbar? Anhand der Angaben auf der Packung können wir es nur bis zum Schlachthof oder zur Zerlegung zurückverfolgen. Lidl und Aldi bieten in Deutschland auf freiwilliger Basis ein Scan-Verfahren zu Herkunftsfragen an. Die App lässt sich auf Smartphone herunterladen. Wir probieren sie aus. Beim gemischten Hackfleisch von Lidl sind unter Herkunft 8 Regionen in Deutschland aufgeführt, in einer 500-Gramm-Packung. Wir testen das Aldi Nord-Hackfleisch, auch hier 500 Gramm, 8 Regionen. Wenn das Fleisch in einer Packung aus 8 Regionen kommt, ist es von mehreren Tieren? Wie viele Schweine und Rinder stecken in einer Packung? Das wollen wir von den Handelsketten wissen. Aldi Nord verweist uns an seine Lieferanten. Lidl teilt uns mit, die Frage sei sehr schwierig zu beantworten.
Bei beiden Discountern stoßen wir beim Hackfleisch auf denselben Verarbeitungsort, Redder Wiedenbrück. Wir fahren dorthin. Zu Deutschlands größtem Schweineschlachthof. Circa 25.000 Schweine werden hier täglich geschlachtet. Wir werden feststellen, von hier aus wird auch Aldi Frankreich beliefert. Bei der Ankunft trägt jedes Schwein eine Ohrmarke mit Kennnummer. Aus 150 Kilometer Umkreis werden die Tiere geliefert. Viele der Zulieferer, meist Großmastbetriebe, haben die Schweine als Ferkel von Aufzuchtbetrieben gekauft. Der Schlachthof überprüft die Herkunftsangaben nicht. Hier hören wir ein Wort, das uns in der Fleischproduktion immer wieder begegnen wird: Eigenkontrolle. Jeder Betrieb ist zur Selbstkontrolle verpflichtet. Nach der Ankunft sollen sich die Tiere im Wartestall vom Transportstress erholen. Stress ist ein tierschutzrelevanter Faktor, den es natürlich zu vermeiden gibt. Zum Zweiten ist es auch so, dass Stress sich negativ auf die Fleischqualität auswirkt. Fleischqualität in der Hinsicht, dass die sensorischen Eigenschaften, aber auch zum Beispiel die Haltbarkeit des Fleisches darunter leidet, wenn das Schwein vor der Schlachtung Stress empfunden hat. Musik soll die Tiere beruhigen. Nach einigen Stunden im Wartestall werden sie mit Kohlendioxid betäubt und anschließend geschlachtet. Die Station danach. Die Tiere sind etwa 20 Minuten tot. Uns fällt auf, viele Schweine haben ihre Ohrmarken verloren. Deshalb bekommt jedes Tier direkt nach der Schlachtung eine eigene Nummer zur Identifikation. Pro Stunde laufen 1400 Schweine über das Band. Eine Kamera dokumentiert jedes Tier. In der Kühlkammer ruhen die Schweinehälften 18 Stunden. Noch sind sie mehrfach gekennzeichnet. Qualitätsmanager Josef Trilling erklärt uns das System, mit dem jedes Tier verfolgt werden kann. Es lässt sich auf den Mastbetrieb zurückführen. Aus welchem Zuchtbetrieb es stammt, ist für den Schlachthof und die Weiterverarbeitung nicht relevant. Jeder Landwirt hat für seinen Mastbetrieb eine Identitätsnummer, eine Viehverkehrsverordnungsnummer. Und einen Teil davon schlägt er als Tattoo auf jedes einzelne Schwein. In diesem Fall SO für Soest und die Nummer des Betriebes. Über diese Nummer wissen wir genau, von welchem Landwirt dieses Schwein stammt. Und wir verarbeiten diese Nummer in unserer internen EDV so, dass wir diese Nummer mit der fortlaufenden Schlachtnummer gemeinsam mit einer Nummer aus dem Haken verbinden. In dem Haken ist ein RFID-Chip und der ist wiederum mit einer fortlaufenden Nummer belegt. Und alle drei zusammen dienen dazu, dass wir jeden einzelnen Landwirt hier in dem Hälftekühlraum identifizieren können. Der Schlachthof sortiert die Tiere aber nicht nach Herkunft, sondern nach Qualität. Er bildet Chargen etwa für die Hackfleischproduktion. In der Zerlegung erfasst das System die Informationen über den Chip im Bügel. Noch hat jedes Schwein seine Identität. Damit ist hier Schluss. Die Säge zerteilt die Schweinehälften in drei Teile. Jedes Teil wird getrennt weiterverarbeitet und mit hunderten anderer Teile zu Chargen zusammengefasst. Die Keule wird zu Schinken, das Rippenstück gibt Rippchen, das einzelne Tier verliert sich im System. Exakte Rückverfolgung nicht mehr möglich. Von welchem Tier dieses Teil stammt, lässt sich nur noch eingrenzen, aber nicht mehr genau sagen. Diese Schweineschultern gehen in die Hackfleischverarbeitung. Mischer am Ende des Reinraumes fügen Schweinefleisch und Rindfleisch aus eigenen Rinderschlachthöfen zusammen. Automatisch und streng nach Vorgaben der Handelsketten.
Aus einem Mischer kommen jeweils 4000 Packungen Hackfleisch für Aldi Nord und Lidl. Wir erinnern uns, 8 Herkunftsregionen hatten wir für beide gescannt. Das sind nicht die Mastbetriebe, sondern die Schlachthöfe. 7 für Rind und einer für Schweinefleisch, Redder Wiedenbrück. Woher die Tiere aber kommen, erfährt der Kunde nicht, denn es sind zu viele. Das Fleisch von wie vielen Tieren steckt in einer Packung Hackfleisch? Können Sie uns die Frage beantworten? Ja, die kann ich ziemlich genau beantworten. Eine Packung Hackfleisch stammt immer aus einer Mischergröße. Eine Mischergröße sind 2 Tonnen. Und für diese 2 Tonnen benötigen wir etwa Fleisch von 150 Schweinen und etwa von 60 Rindern. Die Mast- und Zuchtbetriebe, aus denen die Tiere stammen, fallen für den Verbraucher unter den Tisch. Eine exakte Rückverfolgung einzelner Tiere unmöglich. Das Bild des einzelnen Tieres auf die Packung zu drücken wäre nicht möglich, weil einfach in der Verarbeitungsgröße es nicht möglich ist. Wenn ich von einem Tier beispielsweise 8 Kilogramm Fleisch gewinnen kann, die sich für die Produktion von Hackfleisch eignen, dann wäre ja die kleinste Chargengröße 8 Kilogramm. Und das wäre unter normalen Bedingungen wirtschaftlich und auch nachhaltig nicht darstellbar. Wir fassen zusammen. Exakte Herkunftsangaben sind bei den riesigen Produktionsmengen nicht möglich. Es ist der Preis des Systems, denn Masse macht Fleisch billig. Und das ist ein wichtiges Verkaufsargument. 500 Tonnen gehen aus Redder Wiedenbrück täglich an Discounter in Deutschland und Europa, eben auch an Aldi in Frankreich, unter dem Namen Boucherie Saint-Clément. Dieses Metzgereifleisch kommt vom Fleischwerk Tönnies. Für uns ein Grund, nach den Produkten aus lokalen Fleischereien zu fragen. Ist darauf Verlass, dass die Metzger selbst produzieren? Wir sprechen mit einer ehemaligen Fleischverkäuferin. Sie kennt die Branche seit Jahren, hat in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Sie weiß, der Kunde hat auch beim Metzger ums Eck wenig Einfluss auf die Wege des Fleisches. Auf den Slogan "eigene Herstellung" ist kein Verlass. Oft kommt die Ware laut Insiderin von den Großproduzenten, die auch Discounter beliefern. Wurst wird in großem Stil zugekauft, auch Fleisch. Bis zu 80% der Waren, die verkauft werden. Das heißt dann Hausmacherwurst und es wird mit eigener Herstellung geworben. Dabei stammt vieles aus Großschlachtereien und von Großproduzenten. Das Etikett wird gewechselt und dann landet das in der Auslage. Fazit: Auf Angaben zu Regionalität und eigener Herstellung ist nicht immer Verlass. Das System der Massenproduktion macht genauere Angaben unmöglich. Sie sind gesetzlich auch nicht vorgeschrieben. Reinhild Benning vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland kritisiert, der Konsument habe keine Ahnung, wo sein Fleisch herkommt und so könne er auch nicht nachvollziehen, aus welcher Haltung das Tier stammt. Eine wirklich bewusste Kaufentscheidung sei kaum möglich. Vor diesem Hintergrund sehen wir erlaubte Irreführung als Hauptursache dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Regal sich für das Billigste entscheiden, denn sie können Qualität nicht erkennen. Sobald Verbraucherinnen und Verbrauchern erlaubt wird, am Supermarktregal Fleisch aus industrieller Haltung zu unterscheiden von Fleisch aus bäuerlicher und tiergerechter Haltung, werden sich Märkte verändern durch die Nachfrage. Was wissen die Handelsketten über die Orte der Geburt und Mast? Wir fragen nach, erhalten aber keine genauen Angaben. Ist denn auf komplette deutsche oder französische Herkunft Verlass, wenn Hersteller damit werben? Nicht unbedingt. Ein Beispiel. Lidl wirbt mit deutschem Qualitätsfleisch. Auf Nachfrage erfahren wir zu unseren gekauften Produkten, fast ein Drittel der zu Hackfleisch verarbeiteten Schweine ist im Ausland geboren. Bei den Schweinenackensteaks wurde ein Ferkel der Charge nicht in Deutschland geboren. Klingt nach Irreführung. Ist aber rechtlich zulässig. Anders als ein Rind muss ein Schwein bislang nicht in Deutschland bzw. Frankreich geboren werden, um deutsch oder französisch zu sein. Das kritisieren Verbraucherschützer wie Monique Goyon.
Sie sind überzeugt, dass der Verbraucher den ganzen Weg eines Tieres erfahren möchte. Studien haben genau das bewiesen. Wir haben Studien durchgeführt in verschiedenen Ländern in Europa und diese Studien haben ergeben, dass die Verbraucher wirklich genau wissen wollen, wo das Fleisch herkommt. Herkunft bedeutet den Ort der Geburt, der Mast und der Schlachtung. Es gibt verschiedene Motive, aber eines ist, dass die Konsumenten wissen wollen, welche Transportwege die Schweine oder ihr Fleisch zurückgelegt haben. Warum gibt es trotzdem keine genaueren Angaben? Die bis Ende 2014 amtierende EU-Kommission hat dem Vorschlag, den Verbraucher besser zu informieren und bei Schweine- und Geflügelfleisch auch das Geburtsland zu nennen, eine Absage erteilt. Zu teuer, so das Urteil einer Untersuchung von 2013. Termin bei Frédéric Vincent, Sprecher des bis November 2014 amtierenden Gesundheitskommissars. Vincent kann uns erklären, warum die Kommission den Vorstoß ablehnte. Verbindliche Angaben würden Fleisch massiv verteuern, so sein Hauptargument. Wenn das Tier in nur einem Land geboren, aufgezogen und geschlachtet würde, dann könnte die Herkunft leicht ausgewiesen werden. Aber Tiere mit kurzer Lebensdauer, wie bei einem Huhn, das wird manchmal in Polen geboren, in Ungarn gemästet und in Deutschland geschlachtet. Muss man da wirklich alle drei Länder auf dem Label haben? Nein, wir nennen ein Land. Das wäre sonst zu kompliziert und auch zu teuer, alle Länder auszuweisen. Dem widersprechen Verbraucherschützer. Für die Kunden fallen die Mehrkosten laut einer Studie kaum ins Gewicht. Die zusätzlichen Kosten, die genaue Herkunftsangaben verursachen würden, haben wir ebenfalls in Studien untersucht. Für eine Lasagne würde das pro Packung gerade mal 1,5 Cent mehr ausmachen. Das würde den Verbraucher nicht sehr belasten. Wenn man die Herkunft ausweisen muss, dann muss die Industrie auch für die Glaubwürdigkeit dieser Herkunft gerade stehen. Das ist die Hauptdiskussion. Die Industrie will diese Kosten vermeiden. Denn dann, so Goyon, müsste die Industrie auch sicherstellen, dass die Informationen richtig sind und dafür haften. Verbraucherschützer schreiben die Ablehnung des Vorstoßes der Lobbyarbeit der Industriekonzerne und Verbände zu. Die Lobbyisten haben ihre Argumente durchgesetzt. Auch wenn Studien der Verbraucherschutzorganisationen etwas anderes besagen. Wir sind in Berlin. Wir haben einen Termin mit dem Lobbyverband des deutschen Lebensmittelhandels. Wir wollen wissen, was spricht denn wirklich gegen genauere Herkunftsangaben, etwa bei Schweinefleisch? Der Verband vertritt die Interessen der Handelskonzerne. Sprecher Christian Böttcher befürchtet, dass genaue Herkunftsangaben umfangreiche Beipackzettel nach sich ziehen würden, vor allem bei verarbeiteten Produkten. Sein Hauptargument aber ist ein altbekanntes. Zusätzliche Herkunftsangaben sind auch mit höheren Kosten verbunden. Und dann stellt sich die Frage, kann man diese höheren Kosten innerhalb der Lieferkette behalten oder muss man diese höheren Kosten an den Kunden weitergeben? Wenn der Kunde aber sagt, ich finde es zwar schön, aber ich möchte dafür nicht mehr bezahlen, dann haben wir hier ein kleines Dilemma, das wir irgendwie auflösen müssen. Höhere Kosten, die kein Verbraucher wolle, das scheint das Totschlagargument zu sein. Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist es vorgeschoben. Experte Matthias Wolfschmidt vermutet dahinter ein ganz anderes Motiv. Er glaubt, dass es der Industrie vor allem um Flexibilität geht. Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Und die Lebensmittelindustrie hat genau dieses Interesse, weil sie sich nämlich gerne auf den Fleischmärkten und auf den Märkten möglichst ungehindert bedienen möchte und nicht bei jeder Charge, bei jeder Produktionscharge eben nachweisen muss gegenüber dem Verbraucher, woher nun eigentlich das verwendete Fleisch kommt. Es geht nur um die Interessen der verarbeitenden Industrie und nicht um die Transparenzinteressen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Fleischbranche lebt davon, dass sie sich weltweit auf Märkten bedienen kann. Gekauft wird das, was günstig und gefragt ist. Wir sind auf dem Berliner Großmarkt. Wir treffen einen Fleischgroßhändler.
Norbert Kunz ist seit 30 Jahren im Geschäft. Händler wie er müssen flexibel sein. Sie kaufen weltweit. Denn der Fleischmarkt ist längst ein globales Geschäft. Wenn jemand sein klassisches Argentinien-Steak haben möchte oder eine US-Ware oder eine Australien-Ware oder neuseeländisches Lammfleisch, das kann nicht aus Deutschland kommen. Wir haben bundesweit um die 4000 Kunden, bewegen im Monat zwischen 900 und 1000 Tonnen Fleisch und Wurstwaren. Kunz legt Wert auf vertrauenswürdige Ware. Der Weg muss klar sein. Wir haben nur Ware, die wir nachvollziehen können, die A, für Europa getestet ist. Wenn man Amerika nimmt, ist es Usta-Ware, also untersuchte Ware. Wir haben einen Importeur, der ist nach Deutschland, dann ist die Ware bei uns und wir verteilen es im Kleinen und können das also genau nachvollziehen. Auch hier wieder, der Großhändler kontrolliert sich selbst und verlässt sich auf die Eigenkontrolle der Zulieferer. Was passieren kann, wenn auf eine Stelle in der Kette kein Verlass ist, zeigte der Pferdefleischskandal von 2013, den Norbert Kunz nur so erklären kann. Kriminelle Energie, was anderes kann man dazu nicht sagen. Da musste schon jemand einen sehr großen Kopf gemacht haben. Für uns war es nicht das Riesenthema, aber wir kennen andere Betriebe, die damit große Probleme gehabt haben. Einer dieser Unternehmer ist bereit, mit uns zu sprechen. Er will nicht erkannt werden. Sein Betrieb hat unwissentlich Pferdefleisch gekauft und verarbeitet. Die Folge: ein Millionenschaden durch Regressforderungen. Der Betrieb verlor wichtige Kunden. Unser Informant glaubt nicht mehr an die Verlässlichkeit des Systems. Wir haben es am eigenen Leib ja erfahren. Wir haben diesem System uns ja auch anvertraut und sind da mit einem ja irreparablen Schaden bestraft worden. Auch wir haben diesem System vertraut. Im Januar 2013 platzte die Bombe. In Irland und England wurde Pferdefleisch in Rindfleischburgern entdeckt. Schnell zog der Skandal weitere Kreise. Es wurde einer der größten Fleischbetrugsfälle. Europaweit tauchten in Supermarktketten Lebensmittel mit nicht deklariertem Pferdefleisch auf. Viele Konzerne waren gezwungen, Produkte vom Markt zu nehmen. Die mutmaßliche Quelle von knapp 500 Tonnen Pferdefleisch, der Betrieb Spanghero in Frankreich. Er soll Pferdefleisch als Rindfleisch etikettiert und weiterverkauft haben. Der französische Hersteller Comigel verarbeitete das Pferdefleisch zu Rindfleischprodukten für europäische Supermarktketten, offenbar ohne es zu wissen. Das Pferdefleisch stammte wohl aus Rumänien. Bis heute laufen die Ermittlungen. Rückblick: Januar 2013. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin. Ein Krisenstab nimmt die Arbeit auf. Die Experten versuchen zu rekonstruieren, wie das Pferdefleisch in die Lebensmittelkette gelangen konnte. Sie wissen, dass der französische Betrieb nicht die einzige Quelle ist. Sie suchen nach einer weiteren. Was die Ermittler offenlegen, ist eine weit verzweigte Lieferkette mit undurchsichtigen Strukturen. Viele verschiedene Zwischenhändler erschweren die Suche nach der Quelle. Doch die Experten haben Erfolg. Ausgehend von den ersten Funden in Irland rekonstruiert das Bundesamt ein gewaltiges Liefergeflecht. Es umspannt ganz Europa. Beteiligt sind Händler, verarbeitende Betriebe, Hersteller, Handelsketten. Das ist der Weg des Fleisches. Die Ermittler werden fündig. Betriebe in ganz Europa haben Fleisch von einem Unternehmen in den Niederlanden verarbeitet. 50.000 Tonnen kommen aus dieser Quelle. Heute, zwei Jahre später, sind aus Sicht der Experten viele Fragen geklärt, aber nicht alle. Für die Behörden zeigte der Skandal, wie anfällig die Lieferkette für kriminelle Aktivitäten ist. Weil sie sehr verzweigt ist und viele Schaltstellen bietet. Und wenn man sehr viele Schaltstellen in einem System hat, hat man sehr viele Akteure. Damit ist grundsätzlich das Risiko oder die Unsicherheit höher, als wenn man nur einen Akteur hat. Also an der Stelle steigt einfach ein Risiko. Und der zweite Punkt ist, es geht dabei eben auch um sehr viel Geld. Nach meiner persönlichen Einschätzung zeigt sich damit leider die Spitze eines Eisberges, die sich hier mal offenbart hat. Und dass es Grund gibt, sich um Dinge dieser Art in Zukunft noch mehr zu kümmern als bisher.
Die Ermittler können 50.000 Tonnen fragwürdiges Fleisch auf einen einzigen niederländischen Händler zurückführen. Der Vorwurf: Willy Selten soll unter anderem Pferdefleisch mit Rindfleisch vermischt haben, ohne es zu deklarieren. Wir wollen wissen, wie dieses System funktionierte. Wir sind in Os im Süden der Niederlande, ein unscheinbares Industriegebiet. In einem Hinterhof hatte Seltens Firma ihren Sitz. Etwa 500 Unternehmen in Europa wurden von hier aus beliefert. Wir treffen Michael All. Er ist Berater bei einem Gewerkschaftsverband. Die Fleischfabrik ist mittlerweile geschlossen, das Gelände verlassen. Michael All hat die Arbeiter betreut, die nach der Insolvenz ihre Jobs verloren. Viele stammten aus Polen. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht. Michael berichtet, was ihm die Arbeiter über die Vorgänge in der Fabrik erzählt haben. Den Arbeitern wurde gesagt, sie müssten wieder aufgetautes Fleisch zerlegen und es neu etikettieren. Es wurde dann als frisches Fleisch oder als Biofleisch verkauft. Wenn aber Fleisch, das lange tiefgefroren war, wieder aufgetaut wird, dann verdirbt es sehr schnell. Es wird dann grün. Die Arbeiter mussten diese grünen Stellen abschneiden und das Fleisch dann neu verpacken. Das bedeutet, die Arbeiter wussten, was sie taten? Ja, das wussten sie natürlich. Die Arbeiter erzählten noch mehr. Es war nicht nur verdorbenes Fleisch, das hier neu etikettiert und verarbeitet wurde. Auch Pferdefleisch ging durch die Hände der Arbeiter in großen Mengen. Die Arbeiter haben uns erzählt, dass zweimal pro Woche Lkw kamen, die Pferdefleisch brachten. Sie hatten englische und deutsche Nummernschilder. Die Arbeiter mussten die Lkw dann entladen. Darin waren Pferde. Pro Lkw waren es 20 bis 50 Stück. Willy Selten hat nur ein einziges Interview zu den Vorwürfen gegeben. Er streitet alles ab. Diese ganze Aufregung. Wegen vielleicht einem Pferd. Für Michael All ein schlechter Witz. Ein ehemaliger polnischer Arbeiter bestätigt, was Michael uns erzählt hat. Wir haben Pferdefleisch zu Rindfleisch umetikettiert. Andere Etiketten gab es gar nicht. Warum jedoch machte keiner der Arbeiter den Mund auf? Der Grund? Das Ganze war perfekt organisiert. Es baute auf die Abhängigkeit der Beschäftigten. Wenn du den Mund aufmachst, dann verlierst du einfach alles. Nicht nur deinen Job, auch deine Unterkunft, deine Versicherung und den Transport nach Polen zurück ebenfalls. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Wir fragen uns, wie können so viele Pferde zu Rindern werden und wo kamen die Pferde her? Die Suche nach der Antwort führt uns zu Simone Timmer. Die niederländische Journalistin hat recherchiert, woher die Pferde kamen. Aus Irland. Der Hintergrund: Pferde waren auf der Insel besonders billig zu haben. Betrügern bot sich ein lukratives Geschäft. Wegen der Wirtschaftskrise mussten viele Menschen ihre Pferde aufgeben, vor allem in Irland. In dem Land gibt es sehr viele Pferde. Die Tiere wurden für wenig Geld an Schlachthöfe verkauft. Viele Pferde wurden auch einfach von ihren Besitzern ausgesetzt. Also gab es in Irland viele herrenlose Pferde, die einfach so herumliefen. Es gab eine kriminelle Bande, die diese Pferde einsammelte und sie dann per Schiff nach England brachte, zu einem Pferdeschlachthaus. Experten schätzen, dass bis zu 70.000 Pferde auf diese Weise verschwanden. So funktionierte die Masche. Die Pferdeschmuggler statteten die Tiere mit falschen Chips aus. Mit dem Schmerzmittel Phenylbutazon wurden die Tiere aufgepäppelt. In der EU darf eigentlich kein Pferd, das dieses Medikament erhalten hat, in der Lebensmittelkette landen.
Doch die Betrüger fälschten einfach die Pferdepässe, in die die Medikamente eingetragen werden mussten. Auf diese Weise durften die Tiere geschlachtet werden. Der Betrug versprach einen hohen Gewinn. Erst waren diese Pferde so gut wie wertlos, aber mit den gefälschten Daten wurden sie zu 500 Kilo Fleisch. Und als sie dann noch als Rindfleisch verkauft wurden, steigerte sich der Wert noch einmal immens. Das war eine lukrative Masche. Mit dem Schiff wurden die Pferde mit den gefälschten Chips und Pässen von Irland nach England gebracht. Das Ziel, das Schlachthaus Red Lion. Ein Besuch vor Ort zeigt, das Schlachthaus ist geschlossen. Der Grund dafür sind diese Aufnahmen. Tierschützer hatten Ende 2012 im Schlachthaus Kameras versteckt und Misshandlungen von Tieren dokumentiert. Deshalb musste das Schlachthaus schließen. Doch die Tierschützer gingen noch einen Schritt weiter. Sie statteten die Lkw vom Schlachthaus mit Peilsendern aus und verfolgten so die Spur des Pferdefleisches durch ganz Europa. Die Transporteure brachten das Fleisch auch in die Niederlande. In die Fabrik von Willy Selten in Oss. Der Beweis dafür, dass Selten Pferdefleisch bezog. Von Oss aus ging es als Rindfleisch deklariert an Betriebe in ganz Europa. Unsere Gesundheits- und Lebensmittelkontrollen in den Niederlanden sind in den vergangenen Jahren personell sehr ausgedünnt worden. Wegen der Rezession sind viele Menschen entlassen worden. Das ganze System ist ein Stück weit kollabiert. Daher wurden die Fabriken nicht mehr kontrolliert. Manchmal kamen nur noch Veterinärstudenten zu Kontrollen. Einige davon waren auch in Willy Seltens Fabrik. Das haben mir Arbeiter erzählt. Die Studenten fragten nach den Pferdehälften, die dort herumhingen. Und die Arbeiter sagten, das sei eine besondere Art von Kuh. Die Studenten haben das geglaubt. Das ist natürlich ziemlich dumm. Wie kann Fleisch von 70.000 Pferden illegaler Herkunft innerhalb Europas verkauft werden, ohne dass es jemandem auffällt? Wie wird Fleisch an innereuropäischen Grenzen kontrolliert? Wir treffen einen Wirtschaftsdetektiv. Seit vielen Jahren dokumentiert er für Industriekunden Warenströme in Europa und deckt Schmuggel auf. Seine Undercover-Recherchen in Bezug auf Fleisch haben vor allem eines ergeben: Grenzkontrollen im Sinne einer Fleischbeschau gibt es nicht mehr. Die Europäische Union hat die Grenzen geöffnet. Die Fleischbeschauer, die früher an den innereuropäischen Grenzen in jedem Land existierten, die auch de facto fast jede Ladung kontrolliert haben, die gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt keine Amtsärzte, keine Beamten, die an der Grenze zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland einen Kühllasttransporter anhalten und überprüfen, welche Ware er drin hat, ob die okay ist oder nicht. Jedes Restrisiko lässt sich durch einen simplen, aber effektiven Trick ausschließen. Wenn man denn grenzüberschreitenden Verkehr hat, wie zum Beispiel nach Irland, nach England oder von England auf den Kontinent, dann kann man zum Beispiel mit Coverloads arbeiten, indem man eben den ersten Meter auf dem LKW mit Rindfleisch füllt und dahinter befindet sich dann das Pferdefleisch. Coverload, ein altbekanntes Prinzip. Schmuggelware wird hinter legaler Ware versteckt. Das Pferdefleisch landete als Rindfleisch in 500 Betrieben. 50.000 Tonnen wurden zurückgerufen. Nur 5% konnten die niederländischen Behörden sicherstellen. Nicht alles ist bereits aufgegessen. Unser Informant ist überzeugt, dass viele tausend Tonnen noch immer als vermeintliches Rindfleisch in Kühlhäusern lagern. Rindfleisch ist mehrere Jahre haltbar. Es ist auch verlängerungswürdig. Man kann es auch um ein oder anderthalb Jahre verlängern nach MHD, wenn es biologisch, mikrobiologisch zu akzeptieren ist. Vertretbar ist, dass also sicherlich noch einige tausend Tonnen auf Lager liegen, die noch zumindest kontaminiert, wenn nicht sogar mit Pferdefleisch vermischt sind, die noch keinen Käufer gefunden haben. Der Insider rechnet innerhalb von 2 Jahren mit dem nächsten Skandal. Ein Hauptproblem: fehlende Transparenz. Sie entsteht, weil wir mehr produzieren, als wir essen.
So kommt es zu undurchsichtigen Lieferketten. Negativ wirkt sich das insofern aus, dass Mengen saisonbedingt produziert werden, die gar nicht abfließen können so schnell. Gar nicht so schnell verarbeitet werden können. Da springen dann wiederum gewisse Händler ein, die eine Bevorratung machen. Und wenn der Markt dementsprechend sich geregelt hat oder wieder da ist, diese Ware in Verkehr bringen. Also trotz der Konzentration ist dann der Weg des Fleisches eher unübersichtlicher geworden. Diese komplexen Lieferketten machen sich Betrüger zunutze. Die Verhandlung gegen Willy Selten beginnt im Frühjahr 2015 in den Niederlanden. 2 Jahre nach dem Skandal. Die Behörden in Frankreich und England geben auf Anfrage keine weiteren Auskünfte zu laufenden Ermittlungen. Auch in Deutschland gab es im Zuge des Pferdefleischskandals Ermittlungen gegen Unternehmen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Oldenburg musste aber alle Verfahren einstellen. Keinem der Betriebe konnte ein Mitwissen nachgewiesen werden. Also bei Straftaten im Lebensmittelbereich ist es tatsächlich schwierig nachzuweisen, dass Fleisch nicht in Ordnung gewesen ist. Das liegt in der Natur der Sache, denn das Fleisch wird nicht lange vorrätig gehalten und ist oftmals schon nicht mehr vor Ort, wenn die Ermittlungsbehörden kommen. Und es ist zudem auch schwierig nachzuweisen, dass Verantwortliche von Fleisch, das nicht in Ordnung war, Kenntnis hatten. Dass die Justiz oft Schwierigkeiten hat, jemanden zu bestrafen, ist für die Geschädigten nur schwer hinzunehmen. Das emotional Berührende und das Aufregende daran als Betroffener oder als unschuldig Betroffener ist einfach, dass, wie der Herr Selten oder die Firma Selten das ganz klar, bewusst und mit einer wirklich absoluten, konstruierten, kriminellen Energie betrieben hat, und diese Leute irgendwo den Absprung geschafft haben. Sicherlich auch ihr Unternehmen schließen mussten, aber irgendwie geht es für diese Leute immer weiter. Kleinere Betriebe, die da absolut unschuldig reingekommen sind, sind bankrott gegangen. Das ist also das Bittere an der ganzen Geschichte. In Kühlhäusern könnte sich der nächste Skandal anbahnen. Und nicht nur das, immer noch steckt in Lebensmitteln Pferdefleisch. Bewiesen haben das Schüler der Schiller-Schule in Bochum. Chemielehrer Florian Schaller lässt seine Schüler im Labor DNA-Tests an Lebensmitteln durchführen, zum Beispiel an Fischstäbchen. Wir versuchen jetzt erstmal die DNA zu präparieren, also zu isolieren. Und danach versuchen wir halt nachzuweisen, ob jetzt Lachs oder Kabeljau in den Fischstäbchen drin ist. Solch einen DNA-Tierartentest machte eine Schülergruppe 10 Monate nach dem Pferdefleischskandal auch mit 3 Dönern aus der Region. In einem wiesen die Schüler tatsächlich Spuren vom Pferdefleisch nach. Eigentlich schon überrascht, weil ja kurz davor der Pferdefleischskandal war. Und dafür geht man ja davon aus, dass die Hersteller das ja mittlerweile geändert haben. Und dann waren wir schon überrascht, dass es halt noch Pferdefleisch enthalten war. Die Schüler forschen im Labor für ihre Facharbeiten. Mit der richtigen technischen Ausstattung und Anleitung ist das im wahrsten Sinne schon fast kinderleicht. Die Methodik selber ist eigentlich was relativ Einfaches. Von daher können das Schüler durchaus machen. Und die können es auch vor allem verstehen, weil die Theorie dazu auch Stoff der Schule ist. Schüler, die auf Anhieb Pferdefleisch finden. Warum ist das noch im Umlauf? Der Handel setzt nur auf Stichprobenkontrollen, sagt der Insider. Das ist aber nur eine Beruhigung. Weil man kann eine kleine Partie einreichen, die ist dann mit Ergebnis negativ. Das heißt, da ist alles in Ordnung. Und eine Palette danach in der Anlieferung könnte unter Umständen schon wieder positiv sein. Also auf DNA-Pferd anschlagen. Doch eine Komplettkontrolle ist für den Handel keine Alternative. Wenn Sie sich vorstellen müssten, jede einzelne Lasagne, die Sie heute in den Supermärkten finden würde, kontrolliert werden,
hätten sie ja keine Produkte mehr im Regal, weil die alle in den Laboren stehen würden, weil sie kontrolliert werden müssten. Also das ist nicht zu leisten. Manchmal benötigt es daher Whistleblower, um einen Skandal aufzudecken. Er ist ein Whistleblower, Miroslav Strecker. 2007 deckte er einen der größten Gammelfleischskandale in Deutschland auf. Der ehemalige Lkw-Fahrer wurde Zeuge eines dreisten Betruges. Auch wenn die Folgen für ihn persönlich gravierend waren, bereut er nichts. Nein, das habe ich nie bereut und ich würde es auch jederzeit wieder tun, wenn es zu solch einem Fall käme. Juli 2007. Strecker ist mit seinem Lkw von Hamburg aus auf dem Weg ins bayerische Wertingen. Er hat Fleisch geladen, mehr als 11 Tonnen. Also es war das sogenannte K3-Fleisch. Es bezeichnet Fleisch der Kategorie 3, was für einen menschlichen Verzehr nicht geeignet ist. Dort waren unter anderem Schweinefleischabschnitte, andere Fleischsorten, aber auch Hammelleber aus Neuseeland, die war noch original in Kartons verpackt und die war schon laut der Auszeichnung 4 Jahre übers Mindesthaltbarkeitsdatum, also abgelaufen. Strecker erreicht sein Ziel, eine Fabrik für Fleischwaren. Er wird stutzig, schließlich hat er sogenannte Schlachtabfälle geladen und auch das Verhalten des Chefs macht ihn misstrauisch. Als ich mich positionieren sollte zum Entladen, da ging es nicht darum, mich so hinzustellen, wie man am bequemsten entladen kann, sondern so, dass am wenigsten von außen einzusehen werden konnte, was entladen wird. Das wichtigste Indiz: Der Chef entfernt die K3-Etiketten und lässt sie verschwinden. Jetzt ist Strecker klar, hier stimmt etwas nicht. Er ruft die Polizei. Die fühlt sich nicht zuständig, verweist an die Industrie- und Handelskammer und die wiederum an die Gewerbeaufsicht. Strecker transportierte das Fleisch für eine belgische Firma. Innerhalb Deutschlands dürfen nur lizenzierte Firmen untereinander mit Schlachtabfällen handeln. Das gilt nicht für ausländische Firmen. Das ist die Masche. Eine Firma zum Beispiel in Berlin verkauft K3-Fleisch nach Schleswig-Holstein. Von dort geht es an eine Firma in Belgien, aber nur auf dem Papier. Denn das Fleisch bleibt die ganze Zeit in Deutschland. Es wird nach Wertingen verkauft und geht dann wieder nach Berlin. Möglich ist so etwas immer noch. Gammelfleisch ist nach wie vor Thema. Es ist vergleichsweise einfach möglich. Das haben die sogenannten Gammelfleischskandale hier in Deutschland in den vergangenen Jahren gezeigt. Wir schließen nicht aus, dass es vermittels dieser Schlachtnebenprodukte oder eben Schlachtabfälle dazu kommen kann, relativ einfach sehr, sehr billige fleischartige Produkte in die Lebensmittelkette einzuschleusen. Der Chef der Wertinger Firma ist den Behörden bekannt, Wolfgang L. Er wurde vor Jahren bereits wegen Subventionsbetrugs verurteilt. Nach einer Durchsuchung wird er verhaftet. Die Behörden ermitteln und stellen fest, über Jahre wurde das nicht essbare K3-Fleisch an Dönerproduzenten in Berlin verkauft. Insgesamt sind es rund 180 Tonnen. Es kommt zu einer Anklage. Die zuständige Kammer jedoch ist überlastet, daher vergehen bis zum Prozess 4 Jahre. Der Geschäftsführer wird zu einer Haftstrafe verurteilt. 2 Mitangeklagte kommen mit Bewährungsstrafen davon. Ein Vierteljahr der Freiheitsstrafe wird dem Chef der Firma erlassen, weil er 4 Jahre auf seinen Prozess warten musste. 2 Jahre Haft wegen Betrugs. Die Ermittler können nicht nachweisen, dass durch das ungenießbare Fleisch jemand zu Schaden gekommen ist. Das hätte die Strafe erhöht. Ein grundlegendes Problem, mit dem auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg immer wieder zu kämpfen hat. Das Fleisch, was nicht gut gewesen sein soll, ist oftmals schon in den Handel gekommen, womöglich sogar verzehrt, wenn wir anfangen zu ermitteln. Wir sind immer zeitlich versetzt und das ist eine Problematik. Wir fahren nach Wertingen.
Wir wissen aus gut informierten Quellen, dass der ehemalige Fleischhändler wieder in der Stadt lebt. Der alte Betrieb heute verlassen. Der Ex-Chef hat seine Haftstrafe abgesessen, ihm wurde der Gewerbeschein entzogen. Wir nehmen Kontakt zu ihm auf. Am Telefon spricht er mit uns. Ein Fehler sei sein Betrug gewesen. Er erzählt uns, er habe sich zur Ruhe gesetzt. Ich bin heute Rentner. Ja, ich bin in Rente. Fakt ist, der verurteilte Täter dürfte trotz Gewerbeverbots als Arbeitnehmer weiter in der Branche arbeiten. Problemlos. Ungerecht erscheint dagegen das Schicksal des Whistleblowers Miroslav Strecker. Für ihn gab es zwar einen Ehrenpreis des Bundesministers für Ernährung, doch Strecker verlor seinen Job. Er wurde entlassen. Die Begründung letztendlich lautete, dass die Spedition Aufträge verliert, solange wie ich in dem Unternehmen noch mitarbeite. Verschiedene Auftraggeber unserer Spedition wollten nicht, dass ich zu denen auf den Hof komme. Heute arbeitet Strecker als Omnibusfahrer. Mit der Fleischbranche will er nichts mehr zu tun haben. Das sind Gewinnspannen von bis zu über 1000%. Und das verleitet viele, um damit zu machen. Weil eben Geld, rein nur der Gewinn spielt die größte Rolle. Betrug im großen Stil, über Jahre hinweg, das eint viele Fleischskandale. Wie kann so etwas an behördlichen Kontrollen vorbeigehen? Für Foodwatch ist klar, die Behörden arbeiten in Deutschland, aber auch in Frankreich nicht transparent. Und damit fehlen der Öffentlichkeit wichtige Informationen. Dies gilt sowohl in einem föderalen System wie dem in der Bundesrepublik mit über 400 zuständigen Behörden insgesamt in ganz Deutschland, als auch in einem zentralistischen System, wie wir es in Frankreich vorfinden, wo die Behörden ja keineswegs transparenter arbeiten, wo also die Öffentlichkeit, die französischen Verbraucherinnen und Verbraucher, nichts darüber, so gut wie nichts darüber erfahren, was die Behörden tatsächlich vorfinden, wenn sie Kontrollen durchführen. Wir wollen wissen, wie wird Fleisch von den Behörden kontrolliert? Wir wählen ein deutsches Beispiel. Amtsveterinär Manfred Brehm kontrolliert routinemäßig in einem Zerlegebetrieb im Allgäu. Einmal im Quartal nimmt Brehm das Lager und die Produktion unter die Lupe. Neben ihm kontrollieren auch amtliche Tierärzte des Landkreises. Brehm ist die übergeordnete Instanz. In seinem Fokus Hygienevorschriften und Herkunftsangaben. Ich überprüfe hier nur stichprobenmäßig die Etiketten und die einzelnen Fleischstücke. Einfach, ob mir irgendwas Besonderes auffällt. In diesem Betrieb gibt es nur Rindfleisch. Hier zum Beispiel, wenn wir so Etikett anschauen, da steht drauf, woher das Fleisch ist. Hier geboren Deutschland, gemästet Deutschland, geschlachtet Deutschland, also das 3xD, und zerlegt in Deutschland. Und die entsprechenden Daten dazu. Also müssen die sich auf die Etiketten verlassen? In dem Falle ja. Denn der Zerlegebetrieb kontrolliert sich selbst und verlässt sich auf das Wort der Zulieferer. Wieder also das Prinzip Eigenkontrolle. Die Unternehmen sind nur verpflichtet, ein Rückverfolgungssystem für den eigenen Betrieb zu pflegen. Brehm führt Stichproben durch, das ist sein Job und so funktioniert Kontrolle. Ihn macht misstrauisch, wenn auf Etiketten Angaben fehlen. Dann prüft er nach. Heute jedoch ist er zufrieden mit dem, was er sieht. Auch bei der Schlachtung wurde sauber gearbeitet. Es gibt da bestimmte Ecken, zum Beispiel hier in der Schulterbeuge. Das ist so ein kritische Stelle, wo manchmal sich noch Schlachtschmutz befinden könnte. Aber es sieht gut aus. DNA-Tests auf Tierarten gibt es hier nicht. Nebenan ist der Schlachthof. Das Risiko, dass in dem Betrieb ein Pferd als Rind ausgegeben wird, ist gering. Bei anderen Betrieben ist das Risiko höher. Dort gibt es DNA-Tests. Also es sind Betriebe,
die mit zerkleinertem Fleisch zu tun haben. Also praktisch die Wurst machen, die Hackfleisch machen, die ja, entsprechende Produkte herstellen. Von einer Charge lässt sich Manfred Brehm die Dokumente eines Tieres zeigen. Wieder eine Stichprobe. Alle Informationen wie Ohrmarkennummer und Rinderpass sind vorhanden. Gesundheitsstatus inklusive. Für heute ist Manfred Brehms Job getan. Stichproben und Eigenkontrollen, das sind die Pfeiler, auf die sich das System stützt. Bei krimineller Energie hilft dann oft nur Kommissar Zufall. Das gilt auch für die nächste Instanz, die Lebensmittelkontrolleure. Sie prüfen in Geschäften und in der Gastronomie. Wir treffen Anja Tittes und Manfred Woller vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure. Sie kämpfen damit, dass es zu wenige von ihnen gibt. Und sie bemängeln, die Kontrolle ist nicht an heutige Zeiten angepasst. Die Warenströme sind also wesentlich komplexer geworden, sind global geworden. Und die Kontrolle findet aber auf lokaler Ebene statt, wo sie auch hingehört. Aber an der Stadt oder an der Kreisgrenze endet eben auch die Zuständigkeit der örtlich zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde. Das führt in aller Regel zu Informationsverlusten, da es noch nicht optimal eingestellt ist, die ganze Schiene Datenaustausch, Transparenz der Daten zwischen Bund, Land und kommunaler Ebene. Die Folge: Fleisch wird im ungünstigsten Fall nicht kontrolliert, bis es in der Kühltheke liegt. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Dann kann es durchaus sein, dass man das in einem Tag 3, 4, 5 Mal in Deutschland zur Untersuchung entnimmt und einsendet. Und da muss man sich schon nach der Sinnhaftigkeit des Ganzen fragen. Und die Untersuchungsämter wissen untereinander davon nichts. Das muss man dazu auch attestieren. Also man weiß dann nicht, dass dieses Produkt in 3 Bundesländern, in verschiedenen Landkreisen zu 10 schon gezogen wurde. Was sagt die Politik dazu? Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft teilt uns mit, die primäre Verantwortung für die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln liege laut EU-Basisverordnung beim Unternehmer. Im Klartext: Auch die Politik setzt auf das Prinzip Eigenkontrolle. Jedes Unternehmen verlässt sich auf seine Lieferanten und seine Kontrollen. Daran hat der Pferdefleischskandal nichts geändert. Aber kontrolliert der Handel seitdem verstärkt auf Pferd? Das ist allgemein nicht so einfach zu sagen, weil jedes Handelsunternehmen solche Stichprobenkontrollen auf einem risikobasierten Ansatz durchführt, der unterschiedlich von Handelsunternehmen zu Handelsunternehmen unterschiedlich ist. Insgesamt kann man allerdings sagen, dass die Handelsunternehmen im Jahr ungefähr 75.000 Laboranalysen ihrer sämtlicher Produkte durchführen. Das hört sich nach viel an, aber es bedeutet, dass der größte Teil ungeprüft in den Handel geht. Wir fassen zusammen. Eigenkontrollen der Unternehmen werden von Behörden in Stichproben geprüft. Jeder Betrieb verlässt sich auf den Zulieferer. Doch klar ist auch, 100%ige Sicherheit kann es nicht geben. Der erste Fall wird immer passieren, bevor man sich wieder ausgerichtet hat. Und damit ist im weitesten Sinne wahrscheinlich der Täter immer im Vorteil gegenüber dem Kontrolleur. Und diesen Vorsprung, den wird man, glaube ich, nicht auf null reduzieren können. Wir haben für unsere Recherchen 7000 Kilometer zurückgelegt. Und klar ist, zu erfahren, wo genau unser Fleisch herkommt, bleibt eine Illusion. Wir produzieren in solchen Massen, dass exakte Herkunftsangaben nicht möglich sind. Weder die Politik noch die Industrie wollen detaillierte Angaben. Aber was ist mit dem Verbraucher? Ist er an Skandalen auch selbst schuld, weil er oft das Billigste kauft und sich nicht für die Herkunft interessiert? Das hat nichts mit niedrigen Preisen zu tun. Wenn die Industrie mehr Gewinn machen will und es vorzieht, Fleisch in verschiedenen Ländern zu produzieren, weil es dort jeweils billiger ist, dann müssen sie auch die Verantwortung übernehmen und die Herkunft ausweisen, damit der Verbraucher erfährt, woher sein Fleisch kommt. Wir müssen hinnehmen, dass die Produktion von Fleisch unserem Einfluss entzogen ist. Wir sind dem Herstellungsprozess entfremdet. Aber eine Möglichkeit haben wir als Kunden. Wir können nachfragen, wo unser Fleisch herkommt. Nur wenn wir anfangen, uns für die Herkunft zu interessieren, nutzen wir unseren Einfluss auf den Weg des Fleisches.
Lebensmittelindustrie hat genau dieses Interesse, weil sie sich nämlich gerne auf den Fleischmärkten und auf den Märkten möglichst ungehindert bedienen möchte und nicht bei jeder Charge, bei jeder Produktionscharge eben nachweisen muss gegenüber dem Verbraucher, woher nun eigentlich das verwendete Fleisch kommt. Es geht nur um die Interessen der verarbeitenden Industrie und nicht um die Transparenzinteressen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Fleischbranche lebt davon, dass sie sich weltweit auf Märkten bedienen kann. Gekauft wird das, was günstig und gefragt ist. Wir sind auf dem Berliner Großmarkt. Wir treffen einen Fleischgroßhändler. Norbert Kunz ist seit 30 Jahren im Geschäft. Händler wie er müssen flexibel sein. Sie kaufen weltweit. Denn der Fleischmarkt ist längst ein globales Geschäft. Wenn jemand sein klassisches Argentinien-Steak haben möchte oder eine US-Ware oder eine Australien-Ware oder neuseeländisches Lammfleisch, das kann nicht aus Deutschland kommen. Wir haben bundesweit um die 4.000 Kunden, bewegen im Monat zwischen 900 und 1.000 Tonnen Fleisch und Wurstwaren. Kunz legt Wert auf vertrauenswürdige Ware. Der Weg muss klar sein. Wir haben nur Ware, die wir nachvollziehen können, die A, für Europa getestet ist. Wenn man Amerika nimmt, ist es Usta-Ware, also untersuchte Ware. Wir haben einen Importeur, der ist nach Deutschland, dann ist die Ware bei uns und wir verteilen es im Kleinen und können das also genau nachvollziehen. Auch hier wieder, der Großhändler kontrolliert sich selbst und verlässt sich auf die Eigenkontrolle der Zulieferer. Was passieren kann, wenn auf eine Stelle in der Kette kein Verlass ist, zeigte der Pferdefleischskandal von 2013, den Norbert Kunz nur so erklären kann. Kriminelle Energie, was anderes kann man dazu nicht sagen. Da musste schon jemand einen sehr großen Kopf gemacht haben. Für uns war es nicht das Riesenthema, aber wir kennen andere Betriebe, die damit große Probleme gehabt haben. Einer dieser Unternehmer ist bereit, mit uns zu sprechen. Er will nicht erkannt werden. Sein Betrieb hat unwissentlich Pferdefleisch gekauft und verarbeitet. Die Folge: ein Millionenschaden durch Regressforderungen. Der Betrieb verlor wichtige Kunden. Unser Informant glaubt nicht mehr an die Verlässlichkeit des Systems. Wir haben es am eigenen Leib ja erfahren. Wir haben diesem System uns ja auch anvertraut und sind da mit einem ja irreparablen Schaden bestraft worden. Auch wir haben diesem System vertraut. Im Januar 2013 platzte die Bombe. In Irland und England wurde Pferdefleisch in Rindfleischburgern entdeckt. Schnell zog der Skandal weitere Kreise. Es wurde einer der größten Fleischbetrugsfälle. Europaweit tauchten in Supermarktketten Lebensmittel mit nicht deklariertem Pferdefleisch auf. Viele Konzerne waren gezwungen, Produkte vom Markt zu nehmen. Die mutmaßliche Quelle von knapp 500 Tonnen Pferdefleisch, der Betrieb Spanghero in Frankreich. Er soll Pferdefleisch als Rindfleisch etikettiert und weiterverkauft haben. Der französische Hersteller Comigel verarbeitete das Pferdefleisch zu Rindfleischprodukten für europäische Supermarktketten, offenbar ohne es zu wissen. Das Pferdefleisch stammte wohl aus Rumänien. Bis heute laufen die Ermittlungen. Rückblick. Januar 2013. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin. Ein Krisenstab nimmt die Arbeit auf. Die Experten versuchen zu rekonstruieren, wie das Pferdefleisch in die Lebensmittelkette gelangen konnte. Sie wissen, dass der französische Betrieb nicht die einzige Quelle ist. Sie suchen nach einer weiteren. Was die Ermittler offenlegen, ist eine weit verzweigte Lieferkette mit undurchsichtigen Strukturen. Viele verschiedene Zwischenhändler erschweren die Suche nach der Quelle. Doch die Experten haben Erfolg. Ausgehend von den ersten Funden in Irland rekonstruiert das Bundesamt ein gewaltiges Liefergeflecht. Es umspannt ganz Europa. Beteiligt sind Händler, verarbeitende Betriebe, Hersteller, Handelsketten. Das ist der Weg des Fleisches. Die Ermittler werden fündig. Betriebe in ganz Europa haben Fleisch von einem Unternehmen in den Niederlanden verarbeitet. 50.000 Tonnen kommen aus dieser Quelle. Heute, zwei Jahre später, sind aus Sicht der Experten viele Fragen geklärt, aber nicht alle.
Für die Behörden zeigte der Skandal, wie anfällig die Lieferkette für kriminelle Aktivitäten ist. Weil sie sehr verzweigt ist und viele Schaltstellen bietet. Und wenn man sehr viele Schaltstellen in einem System hat, hat man sehr viele Akteure. Damit ist grundsätzlich das Risiko oder die Unsicherheit höher, als wenn man nur einen Akteur hat. Also an der Stelle steigt einfach ein Risiko. Und der zweite Punkt ist, es geht dabei eben auch um sehr viel Geld. Nach meiner persönlichen Einschätzung zeigt sich damit leider die Spitze eines Eisberges, die sich hier mal offenbart hat. Und dass es Grund gibt, sich um Dinge dieser Art in Zukunft noch mehr zu kümmern als bisher. Die Ermittler können 50.000 Tonnen fragwürdiges Fleisch auf einen einzigen niederländischen Händler zurückführen. Der Vorwurf, Willy Selten soll unter anderem Pferdefleisch mit Rindfleisch vermischt haben, ohne es zu deklarieren. Wir wollen wissen, wie dieses System funktionierte. Wir sind in Os im Süden der Niederlande, ein unscheinbares Industriegebiet. In einem Hinterhof hatte Seltens Firma ihren Sitz. Etwa 500 Unternehmen in Europa wurden von hier aus beliefert. Wir treffen Michael All. Er ist Berater bei einem Gewerkschaftsverband. Die Fleischfabrik ist mittlerweile geschlossen, das Gelände verlassen. Michael All hat die Arbeiter betreut, die nach der Insolvenz ihre Jobs verloren. Viele stammten aus Polen. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht. Michael berichtet, was ihm die Arbeiter über die Vorgänge in der Fabrik erzählt haben. Den Arbeitern wurde gesagt, sie müssten wieder aufgetautes Fleisch zerlegen und es neu etikettieren. Es wurde dann als frisches Fleisch oder als Biofleisch verkauft. Wenn aber Fleisch, das lange tiefgefroren war, wieder aufgetaut wird, dann verdirbt es sehr schnell. Es wird dann grün. Die Arbeiter mussten diese grünen Stellen abschneiden und das Fleisch dann neu verpacken. Das bedeutet, die Arbeiter wussten, was sie taten? Ja, das wussten sie natürlich. Die Arbeiter erzählten noch mehr. Es war nicht nur verdorbenes Fleisch, das hier neu etikettiert und verarbeitet wurde. Auch Pferdefleisch ging durch die Hände der Arbeiter in großen Mengen. Die Arbeiter haben uns erzählt, dass zweimal pro Woche Lkw kamen, die Pferdefleisch brachten. Sie hatten englische und deutsche Nummernschilder. Die Arbeiter mussten die Lkw dann entladen. Darin waren Pferde. Pro Lkw waren es 20 bis 50 Stück. Willy Selten hat nur ein einziges Interview. Fleisch kann 7 oder 8 verschiedene Länder durchlaufen, bevor es im Supermarkt landet. Ferkel werden in Zuchtbetrieben geboren. Nach einigen Wochen wechseln sie in Mastbetriebe, oft über Ländergrenzen hinweg. Hier legen die Tiere an Gewicht zu. Mit 6 Monaten geht es zur Schlachtung. Mindestens 4 Stationen sind es meist bis zum Supermarkt. Aber was erfährt der Kunde vom Weg des Fleisches? Wir kaufen ein bei Supermärkten in Leipzig, Aldi Nord und Lidl. Aldi Nord verkauft in Deutschland Bauernglück, Lidl Landjunker. Wir wissen ja schon, auf Namen kann man sich nicht verlassen. Aber was ist mit den Herkunftsangaben? Der verarbeitende Betrieb muss immer ausgewiesen sein. Doch ist bei unseren Produkten der ganze Weg des Fleisches nachvollziehbar? Anhand der Angaben auf der Packung können wir es nur bis zum Schlachthof oder zur Zerlegung zurückverfolgen. Lidl und Aldi bieten in Deutschland auf freiwilliger Basis ein Scan-Verfahren zu Herkunftsfragen an. Die App lässt sich auf Smartphone herunterladen. Wir probieren sie aus. Beim gemischten Hackfleisch von Lidl sind unter Herkunft 8 Regionen in Deutschland aufgeführt, in einer 500-Gramm-Packung. Wir testen das Aldi Nord Hackfleisch, auch hier 500 Gramm, 8 Regionen. Wenn das Fleisch in einer Packung aus 8 Regionen kommt, ist es von mehreren Tieren? Wie viele Schweine und Rinder stecken in einer Packung? Das wollen wir von den Handelsketten wissen. Aldi Nord verweist uns an seine Lieferanten. Lidl teilt uns mit, die Frage sei sehr schwierig zu beantworten.
Bei beiden Discountern stoßen wir beim Hackfleisch auf denselben Verarbeitungsort, Redder Wiedenbrück. Wir fahren dorthin, zu Deutschlands größtem Schweineschlachthof. Circa 25.000 Schweine werden hier täglich geschlachtet. Wir werden feststellen, von hier aus wird auch Aldi Frankreich beliefert. Bei der Ankunft trägt jedes Schwein eine Ohrmarke mit Kennnummer. Aus 150 Kilometer Umkreis werden die Tiere geliefert. Viele der Zulieferer, meist Großmastbetriebe, haben die Schweine als Ferkel von Aufzuchtbetrieben gekauft. Der Schlachthof überprüft die Herkunftsangaben nicht. Hier hören wir ein Wort, das uns in der Fleischproduktion immer wieder begegnen wird: Eigenkontrolle. Jeder Betrieb ist zur Selbstkontrolle verpflichtet. Nach der Ankunft sollen sich die Tiere im Wartestall vom Transportstress erholen. Stress ist ein tierschutzrelevanter Faktor, den es natürlich zu vermeiden gibt. Zum Zweiten ist es auch so, dass Stress sich negativ auf die Fleischqualität auswirkt. Fleischqualität in der Hinsicht, dass die sensorischen Eigenschaften, aber auch zum Beispiel die Haltbarkeit des Fleisches darunter leidet, wenn das Schwein vor der Schlachtung Stress empfunden hat. Musik soll die Tiere beruhigen. Nach einigen Stunden im Wartestall werden sie mit Kohlendioxid betäubt und anschließend geschlachtet. Die Station danach. Die Tiere sind etwa 20 Minuten tot. Uns fällt auf, viele Schweine haben ihre Ohrmarken verloren. Deshalb bekommt jedes Tier direkt nach der Schlachtung eine eigene Nummer zur Identifikation. Pro Stunde laufen 1400 Schweine über das Band. Eine Kamera dokumentiert jedes Tier. In der Kühlkammer ruhen die Schweinehälften 18 Stunden. Noch sind sie mehrfach gekennzeichnet. Qualitätsmanager Josef Trilling erklärt uns das System, mit dem jedes Tier verfolgt werden kann. Es lässt sich auf den Mastbetrieb zurückführen. Aus welchem Zuchtbetrieb es stammt, ist für den Schlachthof und die Weiterverarbeitung nicht relevant. Jeder Landwirt hat für seinen Mastbetrieb eine Identitätsnummer, eine Viehverkehrsverordnungsnummer. Und einen Teil davon schlägt er als Tattoo auf jedes einzelne Schwein. In diesem Fall SO für Soest und die Nummer des Betriebes. Über diese Nummer wissen wir genau, von welchem Landwirt dieses Schwein stammt. Und wir verarbeiten diese Nummer in unserer internen EDV so, dass wir diese Nummer mit der fortlaufenden Schlachtnummer gemeinsam mit einer Nummer aus dem Haken verbinden. In dem Haken ist ein RFID-Chip und der ist wiederum mit einer fortlaufenden Nummer belegt. Und alle drei zusammen dienen dazu, dass wir jeden einzelnen Landwirt hier in dem Hälftenkühlraum identifizieren können. Der Schlachthof sortiert die Tiere aber nicht nach Herkunft, sondern nach Qualität. Er bildet Chargen etwa für die Hackfleischproduktion. In der Zerlegung erfasst das System die Informationen über den Chip im Bügel. Noch hat jedes Schwein seine Identität. Damit ist hier Schluss. Die Säge zerteilt die Schweinehälften in drei Teile. Jedes Teil wird getrennt weiterverarbeitet und mit hunderten anderer Teile zu Chargen zusammengefasst. Die Keule wird zu Schinken, das Rippenstück gibt Rippchen, das einzelne Tier verliert sich im System. Exakte Rückverfolgung nicht mehr möglich. Von welchem Tier dieses Teil stammt, lässt sich nur noch eingrenzen, aber nicht mehr genau sagen. Diese Schweineschultern gehen in die Hackfleischverarbeitung. Mischer am Ende des Reinraumes fügen Schweinefleisch und Rindfleisch aus eigenen Rinderschlachthöfen zusammen. Automatisch und streng nach Vorgaben der Handelsketten.
Aus einem Mischer kommen jeweils 4000 Packungen Hackfleisch für Aldi Nord und Lidl. Wir erinnern uns, 8 Herkunftsregionen hatten wir für beide gescannt. Das sind nicht die Mastbetriebe, sondern die Schlachthöfe. 7 für Rind und einer für Schweinefleisch, Redder Wiedenbrück. Woher die Tiere aber kommen, erfährt der Kunde nicht, denn es sind zu viele. Das Fleisch von wie vielen Tieren steckt in einer Packung Hackfleisch? Können Sie uns die Frage beantworten? Ja, die kann ich ziemlich genau beantworten. Eine Packung Hackfleisch stammt immer aus einer Mischergröße. Eine Mischergröße sind 2 Tonnen. Und für diese 2 Tonnen benötigen wir etwa Fleisch von 150 Schweinen und etwa von 60 Rindern. Die Mast- und Zuchtbetriebe, aus denen die Tiere stammen, fallen für den Verbraucher unter den Tisch. Eine exakte Rückverfolgung einzelner Tiere unmöglich. Das Bild des einzelnen Tieres auf die Packung zu drücken wäre nicht möglich, weil einfach in der Verarbeitungsgröße es nicht möglich ist. Wenn ich von einem Tier beispielsweise 8 Kilogramm Fleisch gewinnen kann, die sich für die Produktion von Hackfleisch eignen, dann wäre ja die kleinste Chargengröße 8 Kilogramm. Und das wäre unter normalen Bedingungen wirtschaftlich und auch nachhaltig nicht darstellbar. Wir fassen zusammen. Exakte Herkunftsangaben sind bei den riesigen Produktionsmengen nicht möglich. Es ist der Preis des Systems, denn Masse macht Fleisch billig. Und das ist ein wichtiges Verkaufsargument. 500 Tonnen gehen aus Redder Wiedenbrück täglich an Discounter in Deutschland und Europa, eben auch an Aldi in Frankreich, unter dem Namen Bougerie Saint-Clément. Dieses Metzgereifleisch kommt vom Fleischwerk Tönnies. Für uns ein Grund, nach den Produkten aus lokalen Fleischereien zu fragen. Ist darauf Verlass, dass die Metzger selbst produzieren? Wir sprechen mit einer ehemaligen Fleischverkäuferin. Sie kennt die Branche seit Jahren, hat in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Sie weiß, der Kunde hat auch beim Metzger ums Eck wenig Einfluss auf die Wege des Fleisches. Auf den Slogan "eigene Herstellung" ist kein Verlass. Oft kommt die Ware laut Insiderin von den Großproduzenten, die auch Discounter beliefern. Wurst wird in großem Stil zugekauft, auch Fleisch. Bis zu 80% der Waren, die verkauft werden. Das heißt dann Hausmacherwurst und es wird mit eigener Herstellung geworben. Dabei stammt vieles aus Großschlachtereien und von Großproduzenten. Das Etikett wird gewechselt und dann landet das in der Auslage. Fazit: Auf Angaben zu Regionalität und eigener Herstellung ist nicht immer Verlass. Das System der Massenproduktion macht genauere Angaben unmöglich. Sie sind gesetzlich auch nicht vorgeschrieben. Reinhild Benning vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland kritisiert, der Konsument habe keine Ahnung, wo sein Fleisch herkommt und so könne er auch nicht nachvollziehen, aus welcher Haltung das Tier stammt. Eine wirklich bewusste Kaufentscheidung sei kaum möglich. Vor diesem Hintergrund sehen wir erlaubte Irreführung als Hauptursache dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Regal sich für das Billigste entscheiden, denn sie können Qualität nicht erkennen. Sobald Verbraucherinnen und Verbrauchern erlaubt wird, am Supermarktregal Fleisch aus industrieller Haltung zu unterscheiden von Fleisch aus bäuerlicher und tiergerechter Haltung, werden sich Märkte verändern durch die Nachfrage. Was wissen die Handelsketten über die Orte der Geburt und Mast? Wir fragen nach, erhalten aber keine genauen Angaben. Ist denn auf komplette deutsche oder französische Herkunft Verlass, wenn Hersteller damit werben? Nicht unbedingt. Ein Beispiel. Lidl wirbt mit deutschem Qualitätsfleisch. Auf Nachfrage erfahren wir zu unseren gekauften Produkten, fast ein Drittel der zu Hackfleisch verarbeiteten Schweine ist im Ausland geboren. Bei den Schweinenackensteaks wurde ein Ferkel der Charge nicht in Deutschland geboren, klingt nach Irreführung. Ist aber rechtlich zulässig. Anders als ein Rind muss ein Schwein bislang nicht in Deutschland bzw. Frankreich geboren werden, um deutsch oder französisch zu sein. Das kritisieren Verbraucherschützer wie Monique Goyen.
Sie sind überzeugt, dass der Verbraucher den ganzen Weg eines Tieres erfahren möchte. Studien haben genau das bewiesen. Wir haben Studien durchgeführt in verschiedenen Ländern in Europa und diese Studien haben ergeben, dass die Verbraucher wirklich genau wissen wollen, wo das Fleisch herkommt. Herkunft bedeutet den Ort der Geburt, der Mast und der Schlachtung. Es gibt verschiedene Motive, aber eines ist, dass die Konsumenten wissen wollen, welche Transportwege die Schweine oder ihr Fleisch zurückgelegt haben. Warum gibt es trotzdem keine genaueren Angaben? Die bis Ende 2014 amtierende EU-Kommission hat dem Vorschlag, den Verbraucher besser zu informieren und bei Schweine- und Geflügelfleisch auch das Geburtsland zu nennen, eine Absage erteilt. Zu teuer, so das Urteil einer Untersuchung von 2013. Termin bei Frédéric Vincent, Sprecher des bis November 2014 amtierenden Gesundheitskommissars. Vincent kann uns erklären, warum die Kommission den Vorstoß ablehnte. Verbindliche Angaben würden Fleisch massiv verteuern, so sein Hauptargument. Wenn das Tier in nur einem Land geboren, aufgezogen und geschlachtet würde, dann könnte die Herkunft leicht ausgewiesen werden. Aber Tiere mit kurzer Lebensdauer, wie bei einem Huhn, das wird manchmal in Polen geboren, in Ungarn gemästet und in Deutschland geschlachtet. Muss man da wirklich alle drei Länder auf dem Label haben? Nein, wir nennen ein Land. Das wäre sonst zu kompliziert und auch zu teuer, alle Länder auszuweisen. Dem widersprechen Verbraucherschützer. Für die Kunden fallen die Mehrkosten laut einer Studie kaum ins Gewicht. Die zusätzlichen Kosten, die genaue Herkunftsangaben verursachen würden, haben wir ebenfalls in Studien untersucht. Für eine Lasagne würde das pro Packung gerade mal 1,5 Cent mehr ausmachen. Das würde den Verbraucher nicht sehr belasten. Wenn man die Herkunft ausweisen muss, dann muss die Industrie auch für die Glaubwürdigkeit dieser Herkunft gerade stehen. Das ist die Hauptdiskussion. Die Industrie will diese Kosten vermeiden. Denn dann, so Goyon, müsste die Industrie auch sicherstellen, dass die Informationen richtig sind und dafür haften. Verbraucherschützer schreiben die Ablehnung des Vorstoßes der Lobbyarbeit der Industriekonzerne und Verbände zu. Die Lobbyisten haben ihre Argumente durchgesetzt. Auch wenn Studien der Verbraucherschutzorganisationen etwas anderes besagen. Wir sind in Berlin. Wir haben einen Termin mit dem Lobbyverband des deutschen Lebensmittelhandels. Wir wollen wissen, was spricht denn wirklich gegen genauere Herkunftsangaben, etwa bei Schweinefleisch? Der Verband vertritt die Interessen der Handelskonzerne. Sprecher Christian Böttcher befürchtet, dass genaue Herkunftsangaben umfangreiche Beipackzettel nach sich ziehen würden, vor allem bei verarbeiteten Produkten. Sein Hauptargument aber ist ein altbekanntes. Zusätzliche Herkunftsangaben sind auch mit höheren Kosten verbunden. Und dann stellt sich die Frage, kann man diese höheren Kosten innerhalb der Lieferkette behalten oder muss man diese höheren Kosten an den Kunden weitergeben? Wenn der Kunde aber sagt, ich finde es zwar schön, aber ich möchte dafür nicht mehr bezahlen, dann haben wir hier ein kleines Dilemma, das wir irgendwie auflösen müssen. Höhere Kosten, die kein Verbraucher wolle, das scheint das Totschlagargument zu sein. Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist es vorgeschoben. Experte Matthias Wolfschmidt vermutet dahinter ein ganz anderes Motiv. Er glaubt, dass es der Industrie vor allem um Flexibilität geht. Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt und die... Fleisch, eines unserer wichtigsten Lebensmittel. Doch was landet eigentlich auf unserem Teller? Woher kommt es? Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Es kann 7 bis 8 Länder durchlaufen haben, bis es im Supermarkt landet. Die Wege des Fleisches sind lang. Quer durch Länder, von Kontinent zu Kontinent. Was steckt am Ende in der Verpackung? Eine Packung Hackfleisch stammt aus Fleisch von 150 Schweinen und etwa von 60 Rindern. Wir folgen den Spuren von Willi Selten und erfahren von dreisten Machenschaften.
Selten soll den Pferdefleischskandal mit ausgelöst haben. Wir suchen Tatorte und Mitwisser. Die Arbeiter mussten die Trucks entladen, darin waren Pferde. Wie wird aus Pferdefleisch hochwertiges Rindfleisch und wie gelangt es in die Lasagne? Nach meiner persönlichen Einschätzung zeigt sich damit leider die Spitze eines Eisberges. Ein Insider packt aus. Der nächste Fleischskandal nur eine Zeitfrage. Weil sicherlich noch einige tausend Tonnen am Lager liegen, die noch zumindest kontaminiert, wenn nicht sogar mit Pferdefleisch vermischt sind. Wir beweisen, Behörden sind gegen skrupellose Kriminelle so gut wie machtlos. Das sind Gewinnspannen von bis zu über 1000%. Und das verleitet viele. Fleisch. Bei den meisten von uns steht es täglich auf dem Speiseplan. Es ist preisgünstig, Massenware. Jeder Europäer isst im Schnitt 66 Kilogramm pro Jahr. Fleisch ist immer und überall verfügbar. Doch können wir tatsächlich nachvollziehen, woher der Braten, das Gehackte oder das Kotelett im Kühlregal stammen? Supermarktketten beruhigen ihre Kunden mit wohlklingenden Namen wie Wilhelm Brandenburg, eine Eigenmarke von Rewe, klingt nach altem Landgut. Der Discounter Netto wirbt mit dem Markennamen Gut Ponholz. Das Logo, ein altehrwürdiges Gutshaus, klingt auch nach Landidylle, oder? Gut Ponholz. Klingt eigentlich vernünftig, klingt auch nach ländlich irgendwie. Ländlich. Das sind größere Bauerngüter oder sowas, ne? Oder? Das klingt wie ein Hof, ja. Dass das vielleicht doch die Herkunft ein bisschen gezielter beziffert. Vielleicht so ähnlich wie bei Wilhelm von Brandenburg, irgend so ein preußisches Landgut mit Hausschlachtungen. Wir forschen nach. Netto beschreibt auf seiner Homepage die eigene Marke als Qualitätsmarke. Doch Hinweise, wo genau dieses Gut Ponholz zu finden ist, gibt es nicht. Wir fragen bei Netto nach. Wir wollen wissen, wo liegt denn dieses Gut Ponholz? Können wir es besuchen? Die Antwort von Netto Markendiscount: Gut Ponholz sei eine Eigenmarke. Die Artikel stammten von unterschiedlichen Lieferanten. Wir machen uns auf die Suche nach möglichen Lieferanten und landen nicht auf idyllischen Bauerngütern, sondern in Industriegebieten. Beispielsweise bei einem Schlachthof in Bayern. Der Schlachthof gehört zum niederländischen Konzern Vion, größter Schweinefleischverarbeiter Europas. Er produziert auch für Netto's Gut Ponholz. Jede Woche werden hier an die 12.000 Schweine und 3.000 Rinder geschlachtet, gesichert durch Stacheldrahtzaun und Videoüberwachung. Noch ein Lieferantenschlachthof. Auch er gehört zur Vion-Gruppe. Dieser Schlachthof in Thüringen beliefert unter anderem Rewe und damit die Marke Wilhelm Brandenburg. Wir wollen wissen, was genau ist Rewes Wilhelm Brandenburg? Laut Konzern eine Qualitätsmetzgerei. Was heißt das? Rewe teilt uns mit, bei der Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg handele es sich um eine Metzgerei mit Produktionsstandorten in Frankfurt, Dreieich, Netphen und Timmendorfer Strand. Jahresumsatz dieser Metzgerei über 600 Millionen Euro. Hinter dem klangvollen Namen verbirgt sich eine Großfabrik, kein Metzgerladen. Fazit: Wilhelm Brandenburg und Gut Ponholz suggerieren etwas, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Das gibt es gar nicht. Ja, ja, na dann. Ja, es ist eigentlich schon Verarsche, würde ich sagen. Verarscht. Leicht verarscht, ne? Das finde ich nicht in Ordnung, weil die Discounter damit viel Geld verdienen.
was uns aus der Tasche gezogen wird und wo wir praktisch belogen werden. Mich wundert das halt eher nicht mehr, deswegen esse ich auch kein Fleisch. Bestätigt eigentlich, dass es oft sehr viel auf diesen Etiketten gibt, was dann doch nicht wahr ist. Ja. Nicht nur ein deutsches Phänomen. Aldi Frankreich etwa verkauft Fleisch von Bougerie Saint-Clément. Klingt nach einer kleinen Metzgerei, doch das Schweinefleisch stammt zumindest zum Teil aus einer deutschen Großschlachterei. Fazit: Wer klangvollen Namen vertraut, erfährt nichts über die Herkunft von Fleisch. Aber welche Kennzeichnung ist überhaupt vorgeschrieben? Gesetzlich gilt europaweit, Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Seit der BSE-Krise muss bei rohem Rindfleisch das Geburtsland ausgewiesen werden, genau wie das Land der Mast, der Schlachtung und der Zerlegung. Bei Schweine- und Geflügelfleisch gab es bisher keine vorgeschriebenen Herkunftsangaben. Ab April 2015 müssen das Land der Schlachtung und der Mast genannt werden. Beschlossen wurde das in Brüssel. Die Richtlinien gelten europaweit. Wir sind in Europas Hauptstadt. Hier sitzt die EU-Kommission. Sie regelt auch die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Die Mitgliedstaaten sind für die Umsetzung der Brüsseler Vorgaben verantwortlich. Die oberste Verbraucherschützerin in Europa ist Monique Goyen, die Generaldirektorin der Europäischen Verbraucherorganisation BEUC. Der Verband fordert mehr Transparenz. Denn der Weg des Fleisches sei undurchsichtig und umfasse viel zu viele Stationen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Schwein in Belgien geboren ist, denn wir haben hier in Belgien viele Betriebe, die Schweine züchten. Dann geht das Tier nach Italien, um dort gemästet und aufgezogen zu werden. Vielleicht wird es dort dann auch geschlachtet. Dann geht das Fleisch nach Polen und wird dort verarbeitet. Und dann wird das Fleisch in Dänemark oder in Großbritannien im Supermarkt verkauft. Dazwischen kann es sehr viele einzelne Stationen geben. Interview zu den Vorwürfen gegeben. Er streitet alles ab. Diese ganze Aufregung. Wegen vielleicht einem Pferd. Für Michel All ein schlechter Witz. Ein ehemaliger polnischer Arbeiter bestätigt, was Michel uns erzählt hat. Wir haben Pferdefleisch zu Rindfleisch umetikettiert. Andere Etiketten gab es gar nicht. Warum jedoch machte keiner der Arbeiter den Mund auf? Der Grund? Das Ganze war perfekt organisiert. Es baute auf die Abhängigkeit der Beschäftigten. At the moment you open your mouth. Wenn du den Mund aufmachst, dann verlierst du einfach alles. Nicht nur deinen Job, auch deine Unterkunft, deine Versicherung und den Transport nach Polen zurück ebenfalls. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Wir fragen uns, wie können so viele Pferde zu Rindern werden und wo kamen die Pferde her? Die Suche nach der Antwort führt uns zu Simone Timmer. Die niederländische Journalistin hat recherchiert, woher die Pferde kamen. Aus Irland. Der Hintergrund: Pferde waren auf der Insel besonders billig zu haben. Betrügern bot sich ein lukratives Geschäft. Wegen der Wirtschaftskrise mussten viele Menschen ihre Pferde aufgeben, vor allem in Irland. In dem Land gibt es sehr viele Pferde. Die Tiere wurden für wenig Geld an Schlachthöfe verkauft. Viele Pferde wurden auch einfach von ihren Besitzern ausgesetzt. Also gab es in Irland viele herrenlose Pferde, die einfach so herumliefen. Es gab eine kriminelle Bande, die diese Pferde einsammelte und sie dann per Schiff nach England brachte, zu einem Pferdeschlachthaus. Experten schätzen, dass bis zu 70.000 Pferde auf diese Weise verschwanden. So funktionierte die Masche. Die Pferdeschmuggler statteten die Tiere mit falschen Chips aus. Mit dem Schmerzmittel Phenylbutazon wurden die Tiere aufgepäppelt. In der EU darf eigentlich kein Pferd, das dieses Medikament erhalten hat, in der Lebensmittelkette landen.
Doch die Betrüger fälschten einfach die Pferdepässe, in die die Medikamente eingetragen werden mussten. Auf diese Weise durften die Tiere geschlachtet werden. Der Betrug versprach einen hohen Gewinn. Erst waren diese Pferde so gut wie wertlos, aber mit den gefälschten Daten wurden sie zu 500 Kilo Fleisch. Und als sie dann noch als Rindfleisch verkauft wurden, steigerte sich der Wert noch einmal immens. Das war eine lukrative Masche. Mit dem Schiff wurden die Pferde mit den gefälschten Chips und Pässen von Irland nach England gebracht. Das Ziel, das Schlachthaus Red Lion. Ein Besuch vor Ort zeigt, das Schlachthaus ist geschlossen. Der Grund dafür sind diese Aufnahmen. Tierschützer hatten Ende 2012 im Schlachthaus Kameras versteckt und Misshandlungen von Tieren dokumentiert. Deshalb musste das Schlachthaus schließen. Doch die Tierschützer gingen noch einen Schritt weiter. Sie statteten die Lkw vom Schlachthaus mit Peilsendern aus und verfolgten so die Spur des Pferdefleisches durch ganz Europa. Die Transporteure brachten das Fleisch auch in die Niederlande. In die Fabrik von Willy Selten in Oss. Der Beweis dafür, dass Selten Pferdefleisch bezog. Von Oss aus ging es als Rindfleisch deklariert an Betriebe in ganz Europa. Unsere Gesundheits- und Lebensmittelkontrollen in den Niederlanden sind in den vergangenen Jahren personell sehr ausgedünnt worden. Wegen der Rezession sind viele Menschen entlassen worden. Das ganze System ist ein Stück weit kollabiert. Daher wurden die Fabriken nicht mehr kontrolliert. Manchmal kamen nur noch Veterinärstudenten zu Kontrollen. Einige davon waren auch in Willy Seltens Fabrik. Das haben mir Arbeiter erzählt. Die Studenten fragten nach den Pferdehälften, die dort herumhingen. Und die Arbeiter sagten, das sei eine besondere Art von Kuh. Die Studenten haben das geglaubt. Das ist natürlich ziemlich dumm. Wie kann Fleisch von 70.000 Pferden illegaler Herkunft innerhalb Europas verkauft werden, ohne dass es jemandem auffällt? Wie wird Fleisch an innereuropäischen Grenzen kontrolliert? Wir treffen einen Wirtschaftsdetektiv. Seit vielen Jahren dokumentiert er für Industriekunden Warenströme in Europa und deckt Schmuggel auf. Seine Undercover-Recherchen in Bezug auf Fleisch haben vor allem eines ergeben: Grenzkontrollen im Sinne einer Fleischbeschau gibt es nicht mehr. Die Europäische Union hat die Grenzen geöffnet. Die Fleischbeschauer, die früher an den innereuropäischen Grenzen in jedem Land existierten, die auch de facto fast jede Ladung kontrolliert haben, die gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt keine Amtsärzte, keine Beamten, die an der Grenze zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland einen Kühllasttransporter anhalten und überprüfen, welche Ware er drin hat, ob die okay ist oder nicht. Jedes Restrisiko lässt sich durch einen simplen, aber effektiven Trick ausschließen. Wenn man denn grenzüberschreitenden Verkehr hat, wie zum Beispiel nach Irland, nach England oder von England auf den Kontinent, dann kann man zum Beispiel mit Coverloads arbeiten, indem man eben den ersten Meter auf dem LKW mit Rindfleisch füllt und dahinter befindet sich dann das Pferdefleisch. Coverload, ein altbekanntes Prinzip. Schmuggelware wird hinter legaler Ware versteckt. Das Pferdefleisch landete als Rindfleisch in 500 Betrieben. 50.000 Tonnen wurden zurückgerufen. Nur 5% konnten die niederländischen Behörden sicherstellen. Nicht alles ist bereits aufgegessen. Unser Informant ist überzeugt, dass viele tausend Tonnen noch immer als vermeintliches Rindfleisch in Kühlhäusern lagern. Rindfleisch ist mehrere Jahre haltbar. Es ist auch verlängerungswürdig. Man kann es auch um ein oder anderthalb Jahre verlängern nach MHD, wenn es biologisch, mikrobiologisch zu akzeptieren ist. Vertretbar ist, dass also sicherlich noch einige tausend Tonnen auf Lager liegen, die noch zumindest kontaminiert, wenn nicht sogar mit Pferdefleisch vermischt sind, die noch keinen Käufer gefunden haben. Der Insider rechnet innerhalb von 2 Jahren mit dem nächsten Skandal. Ein Hauptproblem: fehlende Transparenz. Sie entsteht, weil wir mehr produzieren, als wir essen.
So kommt es zu undurchsichtigen Lieferketten. Negativ wirkt sich das insofern aus, dass Mengen saisonbedingt produziert werden, die gar nicht abfließen können so schnell. Gar nicht so schnell verarbeitet werden können. Da springen dann wiederum gewisse Händler ein, die eine Bevorratung machen. Und wenn der Markt dementsprechend sich geregelt hat oder wieder da ist, von Willi Selten und erfahren von dreisten Machenschaften. Selten soll den Pferdefleischskandal mit ausgelöst haben. Wir suchen Tatorte und Mitwisser. Die Arbeiter mussten die Trucks entladen, darin waren Pferde. Wie wird aus Pferdefleisch hochwertiges Rindfleisch und wie gelangt es in die Lasagne? Nach meiner persönlichen Einschätzung zeigt sich damit leider die Spitze eines Eisberges. Ein Insider packt aus. Der nächste Fleischskandal nur eine Zeitfrage. Weil sicherlich noch einige tausend Tonnen am Lager liegen, die noch zumindest kontaminiert, wenn nicht sogar mit Pferdefleisch vermischt sind. Wir beweisen, Behörden sind gegen skrupellose Kriminelle so gut wie machtlos. Das sind Gewinnspannen von bis zu über 1000%. Und das verleitet viele. Fleisch. Bei den meisten von uns steht es täglich auf dem Speiseplan. Es ist preisgünstig, Massenware. Jeder Europäer isst im Schnitt 66 Kilogramm pro Jahr. Fleisch ist immer und überall verfügbar. Doch können wir tatsächlich nachvollziehen, woher der Braten, das Gehackte oder das Kotelett im Kühlregal stammen? Supermarktketten beruhigen ihre Kunden mit wohlklingenden Namen wie Wilhelm Brandenburg, eine Eigenmarke von Rewe, klingt nach altem Landgut. Der Discounter Netto wirbt mit dem Markennamen Gut Punholz. Das Logo, ein altehrwürdiges Gutshaus, klingt auch nach Landidylle, oder? Gut Ponholz. Klingt eigentlich vernünftig, klingt auch nach ländlich, irgendwie ländlich. Das sind größere Bauern, Guido, oder sowas, ne? Oder? Das klingt wie ein Hof, ja. Dass das vielleicht doch die Herkunft ein bisschen gezielter beziffert. Vielleicht so ähnlich wie bei Wilhelm von Brandenburg, irgend so ein preußisches Landgut mit Hausschlachtungen. Wir forschen nach. Netto beschreibt auf seiner Homepage die eigene Marke als Qualitätsmarke. Doch Hinweise, wo genau dieses Gut Punholz zu finden ist, gibt es nicht. Wir fragen bei Netto nach. Wir wollen wissen, wo liegt denn dieses Gut Punholz? Können wir es besuchen? Die Antwort von Netto Markendiscount: Dem widersprechen Verbraucherschützer. Für die Kunden fallen die Mehrkosten laut einer Studie kaum ins Gewicht. Die zusätzlichen Kosten, die genaue Herkunftsangaben verursachen würden, haben wir ebenfalls in Studien untersucht. Für eine Lasagne würde das pro Packung gerade mal 1,5 Cent mehr ausmachen. Das würde den Verbraucher nicht sehr belasten. Wenn man die Herkunft ausweisen muss, dann muss die Industrie auch für die Glaubwürdigkeit dieser Herkunft gerade stehen. Das ist die Hauptdiskussion. Die Industrie will diese Kosten vermeiden. Denn dann, so Goyon, müsste die Industrie auch sicherstellen, dass die Informationen richtig sind und dafür haften. Verbraucherschützer schreiben die Ablehnung des Vorstoßes der Lobbyarbeit der Industriekonzerne und Verbände zu. Die Lobbyisten haben ihre Argumente durchgesetzt. Auch wenn Studien der Verbraucherschutzorganisationen etwas anderes besagen. Wir sind in Berlin. Wir haben einen Termin mit dem Lobbyverband des deutschen Lebensmittelhandels. Wir wollen wissen, was spricht denn wirklich gegen genauere Herkunftsangaben, etwa bei Schweinefleisch? Der Verband vertritt die Interessen der Handelskonzerne.
Sprecher Christian Böttcher befürchtet, dass genaue Herkunftsangaben umfangreiche Beipackzettel nach sich ziehen würden, vor allem bei verarbeiteten Produkten. Sein Hauptargument aber ist ein altbekanntes. Zusätzliche Herkunftsangaben sind auch mit höheren Kosten verbunden. Und dann stellt sich die Frage, kann man diese höheren Kosten innerhalb der Lieferkette behalten oder muss man diese höheren Kosten an den Kunden weitergeben? Wenn der Kunde aber sagt, ich finde es zwar schön, aber ich möchte dafür nicht mehr bezahlen, dann haben wir hier ein kleines Dilemma, das wir irgendwie auflösen müssen. Höhere Kosten, die kein Verbraucher wolle, das scheint das Totschlagargument zu sein. Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist es vorgeschoben. Experte Matthias Wolfschmidt vermutet dahinter ein ganz anderes Motiv. Er glaubt, dass es der Industrie vor allem um Flexibilität geht. Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Fleisch, eines unserer wichtigsten Lebensmittel. Doch was landet eigentlich auf unserem Teller? Woher kommt es? Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Es kann 7 bis 8 Länder durchlaufen haben, bis es im Supermarkt landet. Die Wege des Fleisches Saint-Clément. Dieses Metzgereifleisch kommt vom Fleischwerk Tönnies. Für uns ein Grund, nach den Produkten aus lokalen Fleischereien zu fragen. Ist darauf Verlass, dass die Metzger selbst produzieren? Wir sprechen mit einer ehemaligen Fleischverkäuferin. Sie kennt die Branche seit Jahren, hat in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Sie weiß, der Kunde hat auch beim Metzger ums Eck wenig Einfluss auf die Wege des Fleisches. Auf den Slogan "eigene Herstellung" ist kein Verlass. Oft kommt die Ware laut Insiderin von den Großproduzenten, die auch Discounter beliefern. Wurst wird in großem Stil zugekauft, auch Fleisch. Bis zu 80% der Waren, die verkauft werden. Das heißt dann Hausmacherwurst und es wird mit eigener Herstellung geworben. Dabei stammt vieles aus Großschlachtereien und von Großproduzenten. Das Etikett wird gewechselt und dann landet das in der Auslage. Fazit: Auf Angaben zu Regionalität und eigener Herstellung ist nicht immer Verlass. Das System der Massenproduktion macht genauere Angaben unmöglich. Sie sind gesetzlich auch nicht vorgeschrieben. Reinhild Benning vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland kritisiert, der Konsument habe keine Ahnung, wo sein Fleisch herkommt und so könne er auch nicht nachvollziehen, aus welcher Haltung das Tier stammt. Eine wirklich bewusste Kaufentscheidung sei kaum möglich. Vor diesem Hintergrund sehen wir erlaubte Irreführung als Hauptursache dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Regal sich für das Billigste entscheiden, denn sie können Qualität nicht erkennen. Sobald Verbraucherinnen und Verbrauchern erlaubt wird, am Supermarktregal Fleisch aus industrieller Haltung zu unterscheiden von Fleisch aus bäuerlicher und tiergerechter Haltung, werden sich Märkte verändern durch die Nachfrage. Was wissen die Handelsketten über die Orte der Geburt und Mast? Wir fragen nach, erhalten aber keine genauen Angaben. Ist denn auf komplette deutsche oder französische Herkunft Verlass, wenn Hersteller damit werben? Nicht unbedingt. Ein Beispiel: Lidl wirbt mit deutschem Qualitätsfleisch. Auf Nachfrage erfahren wir zu unseren gekauften Produkten, fast ein Drittel der zu Hackfleisch verarbeiteten Schweine ist im Ausland geboren. Bei den Schweinenackensteaks wurde ein Ferkel der Charge nicht in Deutschland geboren. Klingt nach Irreführung. Ist aber rechtlich zulässig. Anders als ein Rind muss ein Schwein bislang nicht in Deutschland bzw. Frankreich geboren werden, um dort. Und eine Palette danach in der Anlieferung könnte unter Umständen schon wieder positiv sein. Also auf DNA-Pferd anschlagen. Doch eine Komplettkontrolle ist für den Handel keine Alternative. Wenn Sie sich vorstellen müssen, jede einzelne Lasagne, die Sie heute in den Supermärkten finden würde, kontrolliert werden, hätten Sie ja keine Produkte mehr im Regal, weil die alle in den Laboren stehen würden, weil sie kontrolliert werden müssten. Also das ist nicht zu leisten.
Manchmal benötigt es daher Whistleblower, um einen Skandal aufzudecken. Er ist ein Whistleblower, Miroslav Strecker. 2007 deckte er einen der größten Gammelfleischskandale in Deutschland auf. Der ehemalige Lkw-Fahrer wurde Zeuge eines dreisten Betruges. Auch wenn die Folgen für ihn persönlich gravierend waren, bereut er nichts. Nein, das habe ich nie bereut und ich würde es auch jederzeit wieder tun, wenn es zu solch einem Fall käme. Juli 2007. Strecker ist mit seinem Lkw von Hamburg aus auf dem Weg ins bayerische Wertingen. Er hat Fleisch geladen, mehr als 11 Tonnen. Also es war das sogenannte K3-Fleisch. Es bezeichnet Fleisch der Kategorie 3, was für einen menschlichen Verzehr nicht geeignet ist. Dort waren unter anderem Schweinefleischabschnitte, andere Fleischsorten, aber auch Hammelleber aus Neuseeland, die war noch original in Kartons verpackt und die war schon laut der Auszeichnung 4 Jahre übers Mindesthaltbarkeitsdatum, also abgelaufen. Strecker erreicht sein Ziel, eine Fabrik für Fleischwaren. Er wird stutzig, schließlich hat er sogenannte Schlachtabfälle geladen und auch das Verhalten des Chefs macht ihn misstrauisch. Als ich mich positionieren sollte zum Entladen, da ging es nicht darum, mich so hinzustellen, wie man am bequemsten entladen kann, sondern so, dass am wenigsten von außen einzusehen werden konnte, was entladen wird. Das wichtigste Indiz: Der Chef entfernt die K3-Etiketten und lässt sie verschwinden. Jetzt ist Strecker klar, hier stimmt etwas nicht. Er ruft die Polizei. Die fühlt sich nicht zuständig, verweist an die Industrie- und Handelskammer und die wiederum an die Gewerbeaufsicht. Strecker transportierte das Fleisch für eine belgische Firma. Innerhalb Deutschlands dürfen nur lizenzierte Firmen untereinander mit Schlachtabfällen handeln. Das gilt nicht für ausländische Firmen. Das ist die Masche. Eine Firma zum Beispiel in Berlin verkauft den Speiseplan. Es ist preisgünstig, Massenware. Jeder Europäer isst im Schnitt 66 Kilogramm pro Jahr. Fleisch ist immer und überall verfügbar. Doch können wir tatsächlich nachvollziehen, woher der Braten, das Gehackte oder das Kotelett im Kühlregal stammen? Supermarktketten beruhigen ihre Kunden mit wohlklingenden Namen wie Wilhelm Brandenburg, eine Eigenmarke von Rewe, klingt nach altem Landgut. Der Discounter Netto wirbt mit dem Markennamen Gut Punholz. Das Logo, ein altehrwürdiges Gutshaus, klingt auch nach Landidylle, oder? Gut Punholz. Klingt eigentlich vernünftig, klingt auch nach ländlich, irgendwie ländlich. Sind größere Bauerngüter oder sowas, ne? Oder? Das klingt wie ein Hof, ja. Dass das vielleicht doch die Herkunft ein bisschen gezielter beziffert. Vielleicht so ähnlich wie bei Wilhelm von Brandenburg, irgend so ein preußisches Landgut mit Hausschlachtungen. Wir forschen nach. Netto beschreibt auf seiner Homepage die eigene Marke als Qualitätsmarke. Doch Hinweise, wo genau dieses Gut Punholz zu finden ist, gibt es nicht. Wir fragen bei Netto nach. Wir wollen wissen, wo liegt denn dieses Gut Punholz? Können wir es besuchen? Die Antwort von Netto Markendiscount: Gut Punholz sei eine Eigenmarke. Die Artikel stammten von unterschiedlichen Lieferanten. Wir machen uns auf die Suche nach möglichen Lieferanten und landen nicht auf idyllischen Bauerngütern, sondern in Industriegebieten. Beispielsweise bei einem Schlachthof in Bayern. Der Schlachthof gehört zum niederländischen Konzern Vion, größter Schweinefleischverarbeiter Europas. Er produziert auch für Nettos Gut Punholz. Jede Woche werden hier an die 12.000 Schweine und 3.000 Rinder geschlachtet, gesichert durch Stacheldrahtzaun und Videoüberwachung.
Noch ein Lieferantenschlachthof. Auch er gehört zur Vion-Gruppe. Dieser Schlachthof in Thüringen beliefert unter anderem Rewe und damit die Marke Wilhelm Brandenburg. Wir wollen wissen, was genau ist Rewes Wilhelm-Brandigkeit der Beschäftigten? Wenn du den Mund aufmachst, dann verlierst du einfach alles. Nicht nur deinen Job, auch deine Unterkunft, deine Versicherung und den Transport nach Polen zurück ebenfalls. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Wir fragen uns, wie können so viele Pferde zu Rindern werden und wo kamen die Pferde her? Die Suche nach der Antwort führt uns zu Simone Timmer. Die niederländische Journalistin hat recherchiert, woher die Pferde kamen. Aus Irland. Der Hintergrund: Pferde waren auf der Insel besonders billig zu haben. Betrügern bot sich ein lukratives Geschäft. Wegen der Wirtschaftskrise mussten viele Menschen ihre Pferde aufgeben, vor allem in Irland. In dem Land gibt es sehr viele Pferde. Die Tiere wurden für wenig Geld an Schlachthöfe verkauft. Viele Pferde wurden auch einfach von ihren Besitzern ausgesetzt. Also gab es in Irland viele herrenlose Pferde, die einfach so herumliefen. Es gab eine kriminelle Bande, die diese Pferde einsammelte und sie dann per Schiff nach England brachte, zu einem Pferdeschlachthaus. Experten schätzen, dass bis zu 70.000 Pferde auf diese Weise verschwanden. So funktionierte die Masche. Die Pferdeschmuggler statteten die Tiere mit falschen Chips aus. Mit dem Schmerzmittel Phenylbutazon wurden die Tiere aufgepäppelt. In der EU darf eigentlich kein Pferd, das dieses Medikament erhalten hat, in der Lebensmittelkette landen. Doch die Betrüger fälschten einfach die Pferdepässe, in die die Medikamente eingetragen werden mussten. Auf diese Weise durften die Tiere geschlachtet werden. Der Betrug versprach einen hohen Gewinn. Erst waren diese Pferde so gut wie wertlos, aber mit den gefälschten Daten wurden sie zu 500 Kilo Fleisch. Und als sie dann noch als Rindfleisch verkauft wurden, steigerte sich der Wert noch einmal immens. Das war eine lukrative Masche. Mit dem Schiff wurden die Pferde mit den gefälschten Chips und Pässen von Irland nach England gebracht. Das Ziel: das Schlachthaus Red Lion. Ein Besuch vor Ort zeigt, das Schlachthaus ist geschlossen. Der Grund dafür sind diese Aufnahmen. Tierschützer hatten Ende 2012 im Schlachthaus Kameras versteckt und Misshandlungen von Tieren dokumentiert. Deshalb musste das Die Lebensmittelindustrie hat genau dieses Interesse, weil sie sich nämlich gerne auf den Fleischmärkten und auf den Märkten möglichst ungehindert bedienen möchte und nicht bei jeder Charge, bei jeder Produktionscharge eben nachweisen muss gegenüber dem Verbraucher, woher nun eigentlich das verwendete Fleisch kommt. Es geht nur um die Interessen der verarbeitenden Industrie und nicht um die Transparenzinteressen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Fleischbranche lebt davon, dass sie sich weltweit auf Märkten bedienen kann. Gekauft wird das, was günstig und gefragt ist. Wir sind auf dem Berliner Großmarkt. Wir treffen einen Fleischgroßhändler. Norbert Kunz ist seit 30 Jahren im Geschäft. Händler wie er müssen flexibel sein. Sie kaufen weltweit. Denn der Fleischmarkt ist längst ein globales Geschäft. Wenn jemand sein klassisches Argentinien-Steak haben möchte oder eine US-Ware oder eine Australien-Ware oder neuseeländisches Lammfleisch, das kann nicht aus Deutschland kommen. Wir haben bundesweit um die 4.000 Kunden, bewegen im Monat zwischen 900 und 1.000 Tonnen Fleisch und Wurstwaren. Kunz legt Wert auf vertrauenswürdige Ware. Der Weg muss klar sein. Wir haben nur Ware, die wir nachvollziehen können, die A, für Europa getestet ist. Wenn man Amerika nimmt, ist es Usta-Ware, also untersuchte Ware. Wir haben einen Importeur,
erst nach Deutschland, dann ist die Ware bei uns und wir verteilen zum Kleinen und können das also genau nachvollziehen. Auch hier wieder, der Großhändler kontrolliert sich selbst und verlässt sich auf die Eigenkontrolle der Zulieferer. Was passieren kann, wenn auf eine Stelle in der Kette kein Verlass ist, zeigte der Pferdefleischskandal von 2013, den Norbert Kunz nur so erklären kann. Kriminelle Energie, was anderes kann man dazu nicht sagen. Da musste schon jemand einen sehr großen Kopf gemacht haben. Für uns war es nicht das Riesenthema, aber wir kennen andere Betriebe, die damit große Probleme gehabt haben. Einer dieser Unternehmer ist bereit, mit uns zu sprechen. Er will nicht erkannt werden. Sein Betrieb hat unwissentlich Pferdefleisch gekauft und verarbeitet. Die Folge: ein Millionenschaden durch Regressforderungen. Der Betrieb verlor wichtige Kunden. Unser Informant glaubt nicht mehr an die Verlässlichkeit des Systems. Wir haben es am eigenen Leib ja erfahren. Wir haben diesem System uns ja auch anvertraut und sind da mit einem ja irreparablen Schaden bestraft worden. Auch wir haben diesem System vertraut. Im Januar 2013 platzte die Bombe. In Irland und England wurde Pferdefleisch in Rindfleischburgern entdeckt. Schnell zog der Skandal weitere Kreise, Herkunft von Fleisch. Aber welche Kennzeichnung ist überhaupt vorgeschrieben? Gesetzlich gilt europaweit, Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Seit der BSE-Krise muss bei rohem Rindfleisch das Geburtsland ausgewiesen werden, genau wie das Land der Mast, der Schlachtung und der Zerlegung. Bei Schweine- und Geflügelfleisch gab es bisher keine vorgeschriebenen Herkunftsangaben. Ab April 2015 müssen das Land der Schlachtung und der Mast genannt werden. Beschlossen wurde das in Brüssel. Die Richtlinien gelten europaweit. Wir sind in Europas Hauptstadt. Hier sitzt die EU-Kommission. Sie regelt auch die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Die Mitgliedstaaten sind für die Umsetzung der Brüsseler Vorgaben verantwortlich. Die oberste Verbraucherschützerin in Europa ist Monique Goyen, die Generaldirektorin der Europäischen Verbraucherorganisation BEUC. Der Verband fordert mehr Transparenz. Denn der Weg des Fleisches sei undurchsichtig und umfasse viel zu viele Stationen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Schwein in Belgien geboren ist, denn wir haben hier in Belgien viele Betriebe, die Schweine züchten. Dann geht das Tier nach Italien, um dort gemästet und aufgezogen zu werden. Vielleicht wird es dort dann auch geschlachtet. Dann geht das Fleisch nach Polen und wird dort verarbeitet. Und dann wird das Fleisch in Dänemark oder in Großbritannien im Supermarkt verkauft. Dazwischen kann es sehr viele einzelne Stationen geben. Interview zu den Vorwürfen gegeben. Er streitet alles ab. Diese ganze Aufregung. Wegen vielleicht einem Pferd. Für Michel All ein schlechter Witz. Ein ehemaliger polnischer Arbeiter bestätigt, was Michel uns erzählt hat. Wir haben Pferdefleisch zu Rindfleisch umetikettiert. Andere Etiketten gab es gar nicht. Warum jedoch machte keiner der Arbeiter den Mund auf? Der Grund? Das Ganze war perfekt organisiert. Es baute auf die Abhängigkeit der Beschäftigten. Wenn du den Mund aufmachst, dann verlierst du einfach alles. Nicht nur deinen Job, auch deine Unterkunft, deine Versicherung und den Transport nach Polen zurück ebenfalls. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Wir fragen uns, wie können so viele Pferde zu Rindern werden und wo kamen die Pferde her? Bei verarbeiteten Produkten. Sein Hauptargument aber ist ein altbekanntes. Zusätzliche Herkunftsangaben sind auch mit höheren Kosten verbunden. Und dann stellt sich die Frage, kann man diese höheren Kosten innerhalb der Lieferkette behalten oder muss man diese höheren Kosten an den Kunden weitergeben? Wenn der Kunde aber sagt, ich finde es zwar schön, aber ich möchte dafür nicht mehr bezahlen, dann haben wir hier ein kleines Dilemma, das wir irgendwie auflösen müssen. Höhere Kosten, die kein Verbraucher wolle, das scheint das Totschlagargument zu sein.
Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist es vorgeschoben. Experte Matthias Wolfschmidt vermutet dahinter ein ganz anderes Motiv. Er glaubt, dass es der Industrie vor allem um Flexibilität geht. Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Und die Lebensmittelindustrie hat genau dieses Interesse, weil sie sich nämlich gerne auf den Fleischmärkten und auf den Märkten möglichst ungehindert bedienen möchte und nicht bei jeder Charge, bei jeder Produktionscharge eben nachweisen muss gegenüber dem Verbraucher, woher nun eigentlich das verwendete Fleisch kommt. Es geht nur um die Interessen der verarbeitenden Industrie und nicht um die Transparenzinteressen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Fleischbranche lebt davon, dass sie sich weltweit auf Märkten bedienen kann. Gekauft wird das, was günstig und gefragt ist. Wir sind auf dem Berliner Großmarkt. Wir treffen einen Fleischgroßhändler. Norbert Kunz ist seit 30 Jahren im Geschäft. Händler wie er müssen flexibel sein. Sie kaufen weltweit. Denn der Fleischmarkt ist längst ein globales Geschäft. Wenn jemand sein klassisches Argentinien-Steak haben möchte oder eine US-Ware oder eine Australien-Ware oder neuseeländisches Lammfleisch, das kann nicht aus Deutschland kommen. Wir haben bundesweit um die 4000 Kunden, bewegen im Monat zwischen 900 und 1000 Tonnen Fleisch und Wurstwaren. Kunz legt Wert auf vertrauenswürdige Ware. Der Weg muss klar sein. Wir haben nur Ware, die wir nachvollziehen können, die A, für Europa getestet ist. Wenn man Amerika nimmt, ist es Usta-Ware, also untersuchte Ware. Wir haben einen Importeur, der ist nach Deutschland, dann ist die Ware bei uns und wir verteilen zum Kleinen und können das also genau nachvollziehen. Auch hier wieder, der Großhändler kontrolliert sich selbst und verlässt sich auf die Eigenkontrolle der Zulieferer. Was passieren kann, wenn auf eine Stelle in der Kette kein Verlass ist, zeigte der Pferdefleischskandal von 2013, den Norbert Kunz nur so erklären kann. Kriminelle Energie, was anderes kann man dazu nicht sagen. Da musste schon jemand einen sehr großen Kopf gemacht haben. Für uns war es nicht das Riesenthema, aber wir kennen andere Betriebe, die damit große Probleme haben. Es herkommt. Nur wenn wir anfangen, uns für die Herkunft zu interessieren, nutzen wir unseren Einfluss auf den Weg des Fleisches. Lebensmittelindustrie hat genau dieses Interesse, weil sie sich nämlich gerne auf den Fleischmärkten und auf den Märkten möglichst ungehindert bedienen möchte und nicht bei jeder Charge, bei jeder Produktionscharge eben nachweisen muss gegenüber dem Verbraucher, woher nun eigentlich das verwendete Fleisch kommt. Es geht nur um die Interessen der verarbeitenden Industrie und nicht um die Transparenzinteressen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Fleischbranche lebt davon, dass sie sich weltweit auf Märkten bedienen kann. Gekauft wird das, was günstig und gefragt ist. Wir sind auf dem Berliner Großmarkt. Wir treffen einen Fleischgroßhändler. Norbert Kunz ist seit 30 Jahren im Geschäft. Händler wie er müssen flexibel sein. Sie kaufen weltweit. Denn der Fleischmarkt ist längst ein globales Geschäft. Wenn jemand sein klassisches Argentinien-Steak haben möchte oder eine US-Ware oder eine Australien-Ware oder neuseeländisches Lammfleisch, das kann nicht aus Deutschland kommen. Wir haben bundesweit um die 4000 Kunden, bewegen im Monat zwischen 900 und 1000 Tonnen Fleisch und Wurstwaren. Kunz legt Wert auf vertrauenswürdige Ware. Der Weg muss klar sein. Wir haben nur Ware, die wir nachvollziehen können, die A, für Europa getestet ist. Wenn man Amerika nimmt, ist es Usta-Ware, also untersuchte Ware. Wir haben einen Importeur, der ist nach Deutschland, dann ist die Ware bei uns und wir verteilen zum Kleinen und können das also genau nachvollziehen. Auch hier wieder, der Großhändler kontrolliert sich selbst und verlässt sich auf die Eigenkontrolle der Zulieferer. Was passieren kann, wenn auf eine Stelle in der Kette kein Verlass ist, zeigte der Pferdefleischskandal von 2013, den Norbert Kunz nur so erklären kann. Kriminelle Energie, was anderes kann man dazu nicht sagen.
Da musste schon jemand einen sehr großen Kopf gemacht haben. Für uns war es nicht das Riesenthema, aber wir kennen andere Betriebe, die damit große Probleme gehabt haben. Einer dieser Unternehmer ist bereit, mit uns zu sprechen. Er will nicht erkannt werden. Sein Betrieb hat unwissentlich Pferdefleisch gekauft und verarbeitet. Die Folge: ein Millionenschaden durch Regressforderungen. Der Betrieb verlor wichtige Kunden. Unser Informant glaubt nicht mehr. Wenn man Amerika nimmt, ist es Usta-Ware, also untersuchte Ware. Wir haben einen Importeur, der ist nach Deutschland, dann ist die Ware bei uns und wir verteilen zum Kleinen und können das also genau nachvollziehen. Auch hier wieder, der Großhändler kontrolliert sich selbst und verlässt sich auf die Eigenkontrolle der Zulieferer. Was passieren kann, wenn auf eine Stelle in der Kette kein Verlass ist, zeigte der Pferdefleischskandal von 2013, den Norbert Kunz nur so erklären kann. Kriminelle Energie, was anderes kann man dazu nicht sagen. Da musste schon jemand einen sehr großen Kopf gemacht haben. Für uns war es nicht das Riesenthema, aber wir kennen andere Betriebe, die damit große Probleme gehabt haben. Einer dieser Unternehmer ist bereit, mit uns zu sprechen. Er will nicht erkannt werden. Sein Betrieb hat unwissentlich Pferdefleisch gekauft und verarbeitet. Die Folge: ein Millionenschaden durch Regressforderungen. Der Betrieb verlor wichtige Kunden. Unser Informant glaubt nicht mehr an die Verlässlichkeit des Systems. Wir haben es am eigenen Leib ja erfahren. Wir haben diesem System uns ja auch anvertraut und sind da mit einem ja irreparablen Schaden bestraft worden. Auch wir haben diesem System vertraut. Im Januar 2013 platzte die Bombe. In Irland und England wurde Pferdefleisch in Rindfleischburgern entdeckt. Schnell zog der Skandal weitere Kreise. Es wurde einer der größten Fleischbetrugsfälle. Europaweit tauchten in Supermarktketten Lebensmittel mit nicht deklariertem Pferdefleisch auf. Viele Konzerne waren gezwungen, Produkte vom Markt zu nehmen. Die mutmaßliche Quelle von knapp 500 Tonnen Pferdefleisch, der Betrieb Spanghero in Frankreich. Er soll Pferdefleisch als Rindfleisch etikettiert und weiterverkauft haben. Der französische Hersteller Comigel verarbeitete das Pferdefleisch zu Rindfleischprodukten für europäische Supermarktketten, offenbar ohne es zu wissen. Das Pferdefleisch stammte wohl aus Rumänien. Bis heute laufen die Ermittlungen. Rückblick: Januar 2013. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Berlin. Ein Krisenstab nimmt die Arbeit auf. Die Experten versuchen zu rekonstruieren, wie das Pferdefleisch in die Lebensmittelkette gelangen konnte. Sie wissen, dass der französische Betrieb nicht die einzige Quelle ist. Sie suchen nach einer weiteren. Was die Ermittler offenlegen, ist eine weit verzweigte Lieferkette mit undurchsichtigen Strukturen. Viele verschiedene Zwischenhändler erschweren die Suche nach der Quelle. Doch die Experten haben Erfolg. Ausgehend von den ersten Funden in Irland rekonstruiert das Bundesamt ein gewaltiges Liefergeflecht. Es umspannt ganz Europa. Wir beweisen, Behörden sind gegen skrupellose Kriminelle so gut wie machtlos. Das sind Gewinnspannen von bis zu über 1000%. Und das verleitet viele. Fleisch. Bei den meisten von uns steht es täglich auf dem Speiseplan. Es ist preisgünstig, Massenware. Jeder Europäer isst im Schnitt 66 Kilogramm pro Jahr. Fleisch ist immer und überall verfügbar. Doch können wir tatsächlich nachvollziehen, woher der Braten, das Gehackte oder das Kotelett im Kühlregal stammen? Supermarktketten beruhigen ihre Kunden mit wohlklingenden Namen wie Wilhelm Brandenburg, eine Eigenmarke von Rewe, klingt nach altem Landgut. Der Discounter Netto wirbt mit dem Markennamen Gut Ponholz. Das Logo, ein altehrwürdiges Gutshaus, klingt auch nach Landidylle, oder? Gut Ponholz. Klingt eigentlich vernünftig, klingt auch nach ländlich, irgendwie ländlich. Sind
größere Bauern geht oder sowas, ne? Oder? Das klingt wie ein Hof, ja. Dass das vielleicht doch die Herkunft ein bisschen gezielter beziffert. Vielleicht so ähnlich wie bei Wilhelm von Brandenburg, irgend so ein preußisches Landgut mit Hausschlachtungen. Wir forschen nach. Netto beschreibt auf seiner Homepage die eigene Marke als Qualitätsmarke. Doch Hinweise, wo genau dieses Gut Punholz zu finden ist, gibt es nicht. Wir fragen bei Netto nach. Wir wollen wissen, wo liegt denn dieses Gut Punholz? Können wir es besuchen? Die Antwort von Netto Markendiscount: Gut Punholz sei eine Eigenmarke. Die Artikel stammten von unterschiedlichen Lieferanten. Wir machen uns auf die Suche nach möglichen Lieferanten und landen nicht auf idyllischen Bauerngütern, sondern in Industriegebieten. Beispielsweise bei einem Schlachthof in Bayern. Der Schlachthof gehört zum niederländischen Konzern Vion, größter Schweinefleischverarbeiter Europas. Er produziert auch für Nettos Gut Punholz. 18 Stunden. Noch sind sie mehrfach gekennzeichnet. Qualitätsmanager Josef Trilling erklärt uns das System, mit dem jedes Tier verfolgt werden kann. Es lässt sich auf den Mastbetrieb zurückführen. Aus welchem Zuchtbetrieb es stammt, ist für den Schlachthof und die Weiterverarbeitung nicht relevant. Jeder Landwirt hat für seinen Mastbetrieb eine Identitätsnummer, eine Viehverkehrsverordnungsnummer. Und einen Teil davon schlägt er als Tattoo auf jedes einzelne Schwein. In diesem Fall SO für Soest und die Nummer des Betriebes. Über diese Nummer wissen wir genau, von welchem Landwirt dieses Schwein stammt. Und wir verarbeiten diese Nummer in unserer internen EDV so, dass wir diese Nummer mit der fortlaufenden Schlachtnummer gemeinsam mit einer Nummer aus dem Haken verbinden. In dem Haken ist ein RFID-Chip und der ist wiederum mit einer fortlaufenden Nummer belegt. Und alle drei zusammen dienen dazu, dass wir jeden einzelnen Landwirt hier in dem Hälftekühlraum identifizieren können. Der Schlachthof sortiert die Tiere aber nicht nach Herkunft, sondern nach Qualität. Er bildet Chargen etwa für die Hackfleischproduktion. In der Zerlegung erfasst das System die Informationen über den Chip im Bügel. Noch hat jedes Schwein seine Identität. Damit ist hier Schluss. Die Säge zerteilt die Schweinehälften in drei Teile. Jedes Teil wird getrennt weiterverarbeitet und mit hunderten anderer Teile zu Chargen zusammengefasst. Die Keule wird zu Schinken, das Rippenstück gibt Rippchen, das einzelne Tier verliert sich im System. Exakte Rückverfolgung nicht mehr möglich. Von welchem Tier dieses Teil stammt, lässt sich nur noch eingrenzen, aber nicht mehr genau sagen. Diese Schweineschultern gehen in die Hackfleischverarbeitung. Mischer am Ende des Reinraumes fügen Schweinefleisch und Rindfleisch aus eigenen Rinderschlachthöfen zusammen, automatisch und streng nach Vorgaben der Handelsketten. Aus einem Mischer kommen jeweils 4000 Packungen Hackfleisch für Aldi Nord und Lidl. Wir erinnern uns, 8 Herkunftsregionen hatten wir für beide gescannt. Das sind nicht die Mastbetriebe, sondern die Schlachthöfe. 7 für Rind und einer für Schweinefleisch, Redda Wiedenbrück. Woher die Tiere aber kommen, erfährt der Kunde nicht, denn es sind zu viele. Das Fleisch von wie vielen Tieren steckt in einer Packung Hackfleisch? Können Sie uns die Frage... Das war irgendwie auflösen müssen. Höhere Kosten, die kein Verbraucher wolle, das scheint das Totschlagargument zu sein. Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist es vorgeschoben. Experte Matthias Wolfschmidt vermutet dahinter ein ganz anderes Motiv. Er glaubt, dass es der Industrie vor allem um Flexibilität geht. Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Fleisch,
eines unserer wichtigsten Lebensmittel. Doch was landet eigentlich auf unserem Teller? Woher kommt es? Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Es kann 7 bis 8 Länder durchlaufen haben, bis es im Supermarkt landet. Die Wege des Fleisches sind lang, quer durch Länder von Kontinent zu Kontinent. Was steckt am Ende in der Verpackung? Eine Packung Hackfleisch stammt aus Fleisch von 150 Schweinen und etwa von 60 Rindern. Wir folgen den Spuren von Willi Selten und erfahren von dreisten Machenschaften. Selten soll den Pferdefleischskandal mit ausgelöst haben. Wir suchen Tatorte und Mitwisser. Die Arbeiter mussten die Trucks entladen, darin waren Pferde. Wie wird aus Pferdefleisch hochwertiges Rindfleisch und wie gelangt es in die Lasagne? Nach meiner persönlichen Einschätzung zeigt sich damit leider die Spitze eines Eisberges. Ein Insider packt aus. Der nächste Fleischskandal nur eine Zeitfrage. Weil sicherlich noch einige tausend Tonnen am Lager liegen, die noch zumindest kontaminiert, wenn nicht sogar mit Pferdefleisch vermischt sind. Wir beweisen, Behörden sind gegen skrupellose Kriminelle so gut wie machtlos. Das sind Gewinnspannen von bis zu über 1000%. Und das verleitet viele. Fleisch. Bei den meisten von uns steht es täglich auf dem Speiseplan. Es ist preisgünstig, Massenware. Jeder Europäer isst im Schnitt 66 Kilogramm pro Jahr. Fleisch ist immer und überall verfügbar. Doch können wir tatsächlich nachvollziehen, woher der Braten, das Gehackte oder das Kotelett im Kühlregal stammen? Supermarktketten beruhigen ihre Kunden mit wohlklingenden Namen wie Wilhelm Brandenburg, eine Eigenmarke von Rewe, klingt nach altem Landgut. Der Discounter Netto wirbt mit dem Markennamen Gut Ponholz. Sucht. Für eine Lasagne würde das pro Packung gerade mal 1,5 Cent mehr ausmachen. Das würde den Verbraucher nicht sehr belasten. Wenn man die Herkunft ausweisen muss, dann muss die Industrie auch für die Glaubwürdigkeit dieser Herkunft gerade stehen. Das ist die Hauptdiskussion. Die Industrie will diese Kosten vermeiden. Denn dann, so Goyon, müsste die Industrie auch sicherstellen, dass die Informationen richtig sind und dafür haften. Verbraucherschützer schreiben die Ablehnung des Vorstoßes der Lobbyarbeit der Industriekonzerne und Verbände zu. Die Lobbyisten haben ihre Argumente durchgesetzt. Auch wenn Studien der Verbraucherschutzorganisationen etwas anderes besagen. Wir sind in Berlin. Wir haben einen Termin mit dem Lobbyverband des deutschen Lebensmittelhandels. Wir wollen wissen, was spricht denn wirklich gegen genauere Herkunftsangaben, etwa bei Schweinefleisch? Der Verband vertritt die Interessen der Handelskonzerne. Sprecher Christian Böttcher befürchtet, dass genaue Herkunftsangaben umfangreiche Beipackzettel nach sich ziehen würden, vor allem bei verarbeiteten Produkten. Sein Hauptargument aber ist ein altbekanntes. Zusätzliche Herkunftsangaben sind auch mit höheren Kosten verbunden. Und dann stellt sich die Frage, kann man diese höheren Kosten innerhalb der Lieferkette behalten oder muss man diese höheren Kosten an den Kunden weitergeben? Wenn der Kunde aber sagt, ich finde es zwar schön, aber ich möchte dafür nicht mehr bezahlen, dann haben wir hier ein kleines Dilemma, das wir irgendwie auflösen müssen. Höhere Kosten, die kein Verbraucher wolle, das scheint das Totschlagargument zu sein. Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist es vorgeschoben. Experte Matthias Wolfschmidt vermutet dahinter ein ganz anderes Motiv. Er glaubt, dass es der Industrie vor allem um Flexibilität geht. Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Und die Lebensmittelindustrie hat genau dieses Interesse, weil sie sich nämlich gerne
auf den Fleischmärkten und auf den Märkten möglichst ungehindert bedienen möchte und nicht bei jeder Charge, bei jeder Produktionscharge eben nachweisen muss gegenüber dem Verbraucher, woher nun eigentlich das verwendete Fleisch kommt. Es geht nur um die Interessen der verarbeitenden Industrie und nicht um die Transparenzinteressen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Fleischbranche lebt davon, dass sie sich weltweit auf Märkten bedienen kann. Gekauft wird das, was günstig und gefragt ist. Wir sind auf dem Berliner Grob. Fleisch. Bei den meisten von uns steht es täglich auf dem Speiseplan. Es ist preisgünstig, Massenware. Jeder Europäer isst im Schnitt 66 Kilogramm pro Jahr. Fleisch ist immer und überall verfügbar. Doch können wir tatsächlich nachvollziehen, woher der Braten, das Gehackte oder das Kotelett im Kühlregal stammen? Supermarktketten beruhigen ihre Kunden mit wohlklingenden Namen wie Wilhelm Brandenburg, eine Eigenmarke von Rewe, klingt nach altem Landgut. Der Discounter Netto wirbt mit dem Markennamen Gut Punholz. Das Logo, ein altehrwürdiges Gutshaus, klingt auch nach Landidylle, oder? Gut Punholz. Klingt eigentlich vernünftig, klingt auch nach ländlich, irgendwie ländlich. Sind größere Bauerngüter oder sowas, ne? Oder? Das klingt wie ein Hof, ja. Dass das vielleicht doch die Herkunft ein bisschen gezielter beziffert. Vielleicht so ähnlich wie bei Wilhelm von Brandenburg, irgend so ein preußisches Landgut mit Hausschlachtungen. Wir forschen nach. Netto beschreibt auf seiner Homepage die eigene Marke als Qualitätsmarke. Doch Hinweise, wo genau dieses Gut Punholz zu finden ist, gibt es nicht. Wir fragen bei Netto nach. Wir wollen wissen, wo liegt denn dieses Gut Punholz? Können wir es besuchen? Die Antwort von Netto Markendiscount: Gut Punholz sei eine Eigenmarke. Die Artikel stammten von unterschiedlichen Lieferanten. Wir machen uns auf die Suche nach möglichen Lieferanten und landen nicht auf idyllischen Bauerngütern, sondern in Industriegebieten. Beispielsweise bei einem Schlachthof in Bayern. Der Schlachthof gehört zum niederländischen Konzern Vion, größter Schweinefleischverarbeiter Europas. Er produziert auch für Nettos Gut Punholz. Jede Woche werden hier an die 12.000 Schweine und 3.000 Rinder geschlachtet, gesichert durch Stacheldrahtzaun und Videoüberwachung. Noch ein Lieferantenschlachthof. Auch er gehört zur Vion-Gruppe. Dieser Schlachthof in Thüringen beliefert unter anderem Rewe und damit die Trilling erklärt uns das System, mit dem jedes Tier verfolgt werden kann. Es lässt sich auf den Mastbetrieb zurückführen. Aus welchem Zuchtbetrieb es stammt, ist für den Schlachthof und die Weiterverarbeitung nicht relevant. Jeder Landwirt hat für seinen Mastbetrieb eine Identitätsnummer, eine Viehverkehrsverordnungsnummer. Und einen Teil davon schlägt er als Tattoo auf jedes einzelne Schwein. In diesem Fall SO für Soest und die Nummer des Betriebes. Über diese Nummer wissen wir genau, von welchem Landwirt dieses Schwein stammt. Und wir verarbeiten diese Nummer in unserer internen EDV so, dass wir diese Nummer mit der fortlaufenden Schlachtnummer gemeinsam mit einer Nummer aus dem Haken verbinden. In dem Haken ist ein RFID-Chip und der ist wiederum mit einer fortlaufenden Nummer belegt. Und alle drei zusammen dienen dazu, dass wir jeden einzelnen Landwirt hier in dem Hälftekühlraum identifizieren können. Der Schlachthof sortiert die Tiere aber nicht nach Herkunft, sondern nach Qualität. Er bildet Chargen etwa für die Hackfleischproduktion. In der Zerlegung erfasst das System die Informationen über den Chip im Bügel. Noch hat jedes Schwein seine Identität. Damit ist hier Schluss. Die Säge zerteilt die Schweinehälften in drei Teile.
Jedes Teil wird getrennt weiterverarbeitet und mit hunderten anderer Teile zu Chargen zusammengefasst. Die Keule wird zu Schinken, das Rippenstück gibt Rippchen, das einzelne Tier verliert sich im System. Exakte Rückverfolgung nicht mehr möglich. Von welchem Tier dieses Teil stammt, lässt sich nur noch eingrenzen, aber nicht mehr genau sagen. Diese Schweineschultern gehen in die Hackfleischverarbeitung. Mischer am Ende des Reinraumes fügen Schweinefleisch und Rindfleisch aus eigenen Rinderschlachthöfen zusammen, automatisch und streng nach Vorgaben der Handelsketten. Aus einem Mischer kommen jeweils 4000 Packungen Hackfleisch für Aldi Nord und Lidl. Wir erinnern uns, 8 Herkunftsregionen hatten wir für beide gescannt. Das sind nicht die Mastbetriebe, sondern die Schlachthöfe. 7 für Rind und einer für Schweinefleisch, Redder Wiedenbrück. Woher die Tiere aber kommen, erfährt der Kunde nicht, denn es sind zu viele. Das Fleisch von wie vielen Tieren steckt in einer Packung Hackfleisch? Können Sie uns die Frage beantworten? Ja, die kann ich ziemlich genau beantworten. Eine Packung Hackfleisch stammt immer aus einer Mischergröße. Eine Mischergröße sind 2 Tonnen. Muss man da wirklich alle 3 Länder auf dem Label haben? Nein, wir nennen ein Land. Das wäre sonst zu kompliziert und auch zu teuer, alle Länder auszuweisen. Dem widersprechen Verbraucherschützer. Für die Kunden fallen die Mehrkosten laut einer Studie kaum ins Gewicht. Die zusätzlichen Kosten, die genaue Herkunftsangaben verursachen würden, haben wir ebenfalls in Studien untersucht. Für eine Lasagne würde das pro Packung gerade mal 1,5 Cent mehr ausmachen. Das würde den Verbraucher nicht sehr belasten. Wenn man die Herkunft ausweisen muss, dann muss die Industrie auch für die Glaubwürdigkeit dieser Herkunft gerade stehen. Das ist die Hauptdiskussion. Die Industrie will diese Kosten vermeiden. Denn dann, so Goyon, müsste die Industrie auch sicherstellen, dass die Informationen richtig sind und dafür haften. Verbraucherschützer schreiben die Ablehnung des Vorstoßes der Lobbyarbeit der Industriekonzerne und Verbände zu. Die Lobbyisten haben ihre Argumente durchgesetzt. Auch wenn Studien der Verbraucherschutzorganisationen etwas anderes besagen. Wir sind in Berlin. Wir haben einen Termin mit dem Lobbyverband des deutschen Lebensmittelhandels. Wir wollen wissen, was spricht denn wirklich gegen genauere Herkunftsangaben, etwa bei Schweinefleisch? Der Verband vertritt die Interessen der Handelskonzerne. Sprecher Christian Böttcher befürchtet, dass genaue Herkunftsangaben umfangreiche Beipackzettel nach sich ziehen würden, vor allem bei verarbeiteten Produkten. Sein Hauptargument aber ist ein altbekanntes. Zusätzliche Herkunftsangaben sind auch mit höheren Kosten verbunden. Und dann stellt sich die Frage, kann man diese höheren Kosten innerhalb der Lieferkette behalten oder muss man diese höheren Kosten an den Kunden weitergeben? Wenn der Kunde aber sagt, ich finde es zwar schön, aber ich möchte dafür nicht mehr bezahlen, dann haben wir hier ein kleines Dilemma, das wir irgendwie auflösen müssen. Höhere Kosten, die kein Verbraucher wolle, das scheint das Totschlagargument zu sein. Für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch ist es vorgeschoben. Experte Matthias Wolfschmidt vermutet dahinter ein ganz anderes Motiv. Er glaubt, dass es der Industrie vor allem um Flexibilität geht. Fleisch wird in der Europäischen Union als etwas, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, fast behandelt. Und die Lebensmittelindustrie hat genau dieses Interesse, weil sie sich nämlich gerne auf den Fleischmärkten und auf den Märkten möglichst ungehindert bedienen möchte. Und kann zum Beispiel sein, dass ein Schwein in Belgien geboren ist, denn wir haben hier in Belgien viele Betriebe, die Schweine züchten. Dann geht das Tier nach Italien, um dort gemästet und aufgezogen zu werden. Vielleicht wird es dort dann auch geschlachtet. Dann geht das Fleisch nach Polen und wird dort verarbeitet. Und dann wird das Fleisch in Dänemark oder in Großbritannien im Supermarkt verkauft.
Dazwischen kann es sehr viele einzelne Stationen Interview zu den Vorwürfen gegeben. Er streitet alles ab. Diese ganze Aufregung. Wegen vielleicht einem Pferd. Für Michel All ein schlechter Witz. Ein ehemaliger polnischer Arbeiter bestätigt, was Michel uns erzählt hat. Wir haben Pferdefleisch zu Rindfleisch umetikettiert. Andere Etiketten gab es gar nicht. Warum jedoch machte keiner der Arbeiter den Mund auf? Der Grund? Das Ganze war perfekt organisiert. Es baute auf die Abhängigkeit der Beschäftigten. Wenn du den Mund aufmachst, dann verlierst du einfach alles. Nicht nur deinen Job, auch deine Unterkunft, deine Versicherung und den Transport nach Polen zurück ebenfalls. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Wir fragen uns, wie können so viele Pferde zu Rindern werden und wo kamen die Pferde her? Die Suche nach der Antwort führt uns zu Simone Timmer. Die niederländische Journalistin hat recherchiert, woher die Pferde kamen. Aus Irland. Der Hintergrund: Pferde waren auf der Insel besonders billig zu haben. Betrügern bot sich ein lukratives Geschäft. Wegen der Wirtschaftskrise mussten viele Menschen ihre Pferde aufgeben, vor allem in Irland. In dem Land gibt es sehr viele Pferde. Die Tiere wurden für wenig Geld an Schlachthöfe verkauft. Viele Pferde wurden auch einfach von ihren Besitzern ausgesetzt. Also gab es in Irland viele herrenlose Pferde, die einfach so herumliefen. Es gab eine kriminelle Bande, die diese Pferde einsammelte und sie dann per Schiff nach England brachte, zu einem Pferdeschlachthaus. Experten schätzen, dass bis zu 70.000 Pferde auf diese Weise verschwanden. So funktionierte die Masche. Die Pferdeschmuggler statteten die Tiere mit falschen Chips aus. Mit dem Schmerzmittel Phenylbutazon wurden die Tiere aufgepäppelt. In der EU darf eigentlich kein Pferd, das dieses Medikament erhalten hat, in der Lebensmittelkette landen. Doch die Betrüger fälschten, wie wird Fleisch an innereuropäischen Grenzen kontrolliert? Wir treffen einen Wirtschaftsdetektiv. Seit vielen Jahren dokumentiert er für Industriekunden Warenströme in Europa und deckt Schmuggel auf. Seine Undercover-Recherchen in Bezug auf Fleisch haben vor allem eines ergeben: Grenzkontrollen im Sinne einer Fleischbeschau gibt es nicht mehr. Die Europäische Union hat die Grenzen geöffnet. Die Fleischbeschauer, die früher an den innereuropäischen Grenzen in jedem Land existierten, die auch de facto fast jede Ladung kontrolliert haben, die gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt keine Amtsärzte, keine Beamten, die an der Grenze zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland einen Kühllasttransporter anhalten und überprüfen, welche Ware er drin hat, ob die okay ist oder nicht. Jedes Restrisiko lässt sich durch einen simplen, aber effektiven Trick ausschließen. Wenn man denn grenzüberschreitenden Verkehr hat, wie zum Beispiel nach Irland, nach England oder von England auf den Kontinent, dann kann man zum Beispiel mit Coverloads arbeiten, indem man eben den ersten Meter auf dem LKW mit Rindfleisch füllt und dahinter befindet sich dann das Pferdefleisch. Coverload, ein altbekanntes Prinzip. Schmuggelware wird hinter legaler Ware versteckt. Das Pferdefleisch landete als Rindfleisch in 500 Betrieben. 50.000 Tonnen wurden zurückgerufen. Nur 5% konnten die niederländischen Behörden sicherstellen. Nicht alles ist bereits aufgegessen. Unser Informant ist überzeugt, dass viele tausend Tonnen noch immer als vermeintliches Rindfleisch in Kühlhäusern lagern. Rindfleisch ist mehrere Jahre haltbar. Es ist auch verlängerungswürdig. Man kann es auch um ein oder anderthalb Jahre verlängern nach MHD, wenn es biologisch, mikrobiologisch zu akzeptieren ist. Vertretbar ist, dass also sicherlich noch einige tausend Tonnen auf Lager liegen, die noch zumindest kontaminiert, wenn nicht sogar mit Pferdefleisch vermischt sind, die noch keinen Käufer gefunden haben. Der Insider rechnet innerhalb von 2 Jahren mit dem nächsten Skandal.
ein Hauptproblem, fehlende Transparenz. Sie entsteht, weil wir mehr produzieren, als wir essen. So kommt es zu undurchsichtigen Lieferketten. Negativ wirkt sich das insofern aus, dass Mengen saisonbedingt produziert werden, die gar nicht abfließen können so schnell. Gar nicht so schnell verarbeitet werden können. Da springen dann wiederum gewisse Händler ein, die eine Bevorratung machen. Und wenn der Markt dementsprechend sich geregelt hat oder wieder da ist, diese Ware in Verkehr bringen. Also trotz der Konzentration ist dann der Weg des eine Partie einreichen, die ist dann mit Ergebnis negativ. Das heißt, da ist alles in Ordnung. Und eine Palette danach in der Anlieferung könnte unter Umständen schon wieder positiv sein. Also auf DNA-Pferd anschlagen. Doch eine Komplettkontrolle ist für den Handel keine Alternative. Wenn Sie sich vorstellen müssten, jede einzelne Lasagne, die Sie heute in den Supermärkten finden würde, kontrolliert werden, hätten Sie ja keine Produkte mehr im Regal, weil die alle in den Laboren stehen würden, weil sie kontrolliert werden müssten. Also das ist nicht zu leisten. Manchmal benötigt es daher Whistleblower, um einen Skandal aufzudecken. Er ist ein Whistleblower, Miroslav Strecker. 2007 deckte er einen der größten Gammelfleischskandale in Deutschland auf. Der ehemalige Lkw-Fahrer wurde Zeuge eines dreisten Betruges. Auch wenn die Folgen für ihn persönlich gravierend waren, bereut er nichts. Nein, das habe ich nie bereut. Und ich würde es auch jederzeit wieder tun, wenn es zu solch einem Fall käme. Juli 2007. Strecker ist mit seinem Lkw von Hamburg aus auf dem Weg ins bayerische Wertingen. Er hat Fleisch geladen, mehr als 11 Tonnen. Also es war das sogenannte K3-Fleisch. Das bezeichnet Fleisch der Kategorie 3, was für einen menschlichen Verzehr nicht geeignet ist. Dort waren unter anderem Schweinefleischabschnitte, andere Fleischsorten, aber auch Hammelleber aus Neuseeland, die war noch original in Kartons verpackt und die war schon laut der Auszeichnung 4 Jahre übers Mindesthaltbarkeitsdatum, also abgelaufen. Strecker erreicht sein Ziel, eine Fabrik für Fleischwaren. Er wird stutzig, schließlich hat er sogenannte Schlachtabfälle geladen und auch das Verhalten des Chefs macht ihn misstrauisch. Als ich mich positionieren sollte zum Entladen, da ging es nicht darum, mich so hinzustellen, wie man am bequemsten entladen kann, sondern so, dass am wenigsten von außen einzusehen werden konnte, was entladen wird. Das wichtigste Indiz: Der Chef entfernt die K3-Etiketten und lässt sie verschwinden. Jetzt ist Strecker klar, hier stimmt etwas nicht. Er ruft die Polizei. Die fühlt sich nicht zuständig, verweist an die Industrie- und Handelskammer und die wiederum an die Gewerbeaufsicht. Strecker transportierte das Fleisch für eine belgische Firma. Innerhalb Deutschlands dürfen nur lizenzierte Firmen unter einander. Von dort geht es an eine Firma in Belgien, aber nur auf dem Papier. Denn das Fleisch bleibt die ganze Zeit in Deutschland. Es wird nach Wertingen verkauft und geht dann wieder nach Berlin. Möglich ist so etwas immer noch. Gammelfleisch ist nach wie vor Thema. Es ist vergleichsweise einfach möglich. Das haben die sogenannten Gammelfleischskandale hier in Deutschland in den vergangenen Jahren gezeigt. Wir schließen nicht aus, dass es vermittels dieser Schlachtnebenprodukte oder eben Schlachtabfälle dazu kommen kann, relativ einfach sehr, sehr billige fleischartige Produkte in die Lebensmittel Kette einzuschleusen. Der Chef der Wertinger Firma ist den Behörden bekannt, Wolfgang L. Er wurde vor Jahren bereits wegen Subventionsbetrugs verurteilt. Nach einer Durchsuchung wird er verhaftet. Die Behörden ermitteln und stellen fest, über Jahre wurde das nicht essbare K3-Fleisch an Dönerproduzenten in Berlin verkauft. Insgesamt sind es rund 180 Tonnen. Es kommt zu einer Anklage.
Die zuständige Kammer jedoch ist überlastet. Daher vergehen bis zum Prozess 4 Jahre. Der Geschäftsführer wird zu einer Haftstrafe verurteilt. 2 Mitangeklagte kommen mit Bewährungsstrafen davon. Ein Vierteljahr der Freiheitsstrafe wird dem Chef der Firma erlassen, weil er 4 Jahre auf seinen Prozess warten musste. 2 Jahre Haft wegen Betrugs. Die Ermittler können nicht nachweisen, dass durch das ungenießbare Fleisch jemand zu Schaden gekommen ist. Das hätte die Strafe erhöht. Ein grundlegendes Problem, mit dem auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg immer wieder zu kämpfen hat. Das Fleisch, was nicht gut gewesen sein soll, ist oftmals schon in den Handel gekommen, womöglich sogar verzehrt, wenn wir anfangen zu ermitteln. Wir sind immer zeitlich versetzt und das ist eine Problematik. Wir fahren nach Wertingen. Wir wissen aus gut informierten Quellen, dass der ehemalige Fleischhändler wieder in der Stadt lebt. Der alte Betrieb heute verlassen. Der Ex-Chef hat seine Haftstrafe abgesessen, ihm wurde der Gewerbeschein entzogen. Wir nehmen Kontakt zu ihm auf. Am Telefon spricht er mit uns. Ein Fehler sei sein Betrug gewesen. Er erzählt,